Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Stream hier in WoW. Keine Sorge, ich bin dem Lava oder der Lava nicht zu nahe gekommen. Das gehört so. Das ist eine meiner neuesten Errungenschaften jetzt hier tatsächlich für unseren Alzheimer-Dudu. Na, ich weiß gar nicht, ob man den immer noch Alzheimer-Dudu nennen können, so langsam. Er weiß zwar immer noch nicht, wen er damals geheiratet hat, aber im Großen und Ganzen kommen jetzt doch die meisten Erinnerungen eigentlich wieder zurück. Von dem her, vielleicht sind wir ja schon langsam geheilt davon. Nein, das hier ist eine ganz besondere Katzengestalt und zwar war die ursprünglich, laut Gerüchten natürlich, nur für die Nachtelfen gedacht und ist mit dem neuen Add-on Shadowlands dazugekommen. Hat jetzt natürlich schon über den Pre-Patch den Weg in das Spiel gefunden, aber Gerüchten zufolge haben sich so viele Leute beschwert darüber, dass nur die Nachtelfen, Druiden natürlich, die besondere Gestalt haben, sodass sie es dann letztendlich für alle Druiden freigeschaltet haben. Warum nur für die Nachtelfen-Druiden? Ganz einfach, es ist wohl laut der Lore und der Geschichte nur den Nachtelfen-Druiden möglich gewesen, sich hier in diese Katzengestalt zu verwandeln. Das ist, glaube ich, bitte nagt mich jetzt nicht darauf fest, aber die Flamme der Kralle oder ach, keine Ahnung mehr, wie die heißen, das habe ich jetzt schon wieder vergessen. Mea culpa, da werden wir vielleicht nochmal nachschauen. Nein, das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz nettes Aussehen hier von der Katze. Wir schauen uns das jetzt hier einfach mal von allen Seiten an, bitte so hinstellen, dass man nicht das Gefühl hat, du schwebst hier in der Luft. Dafür, um diese Gestalt überhaupt erstmal freischalten zu können, müssen wir nämlich in die Feuerlande reingehen. Machen wir hier die Karte auf. Im Moment, das müssen wir hier so rum machen. Müssen wir nämlich hier in die Feuerlande reingehen und dann zu Majordomus Bishop. Ach so, ja, jetzt warte mal, jetzt sehe ich doch da gerade, da habe ich extra hart dran gearbeitet und dann wird das nicht angezeigt. Okay, im Moment. Das ist jetzt aber etwas ärgerlich. Sind gleich wieder da. Moment, ich muss nur kurz was im Stream umstellen. So, jetzt haben wir es endlich da. Das hat jetzt ein bisschen gedauert. Ja, da bin ich quasi Opfer meiner eigenen Netzwerkinfrastruktur geworden. Das hat jetzt nicht ganz so hingehauen, wie ich mir das vorgestellt hatte. Da werde ich jetzt gerade mal ganz kurz hier im Hintergrund noch was machen. Ich bitte das zu entschuldigen. Ja, Hintergrund ist einfach, kann man schnell erklären. Ich hatte das Bild, das Overlay unseres schönen Druidens auf einem Netzwerk-Storage abgelegt, aber dieser Netzwerk-Storage geht irgendwann mal schlafen nach so ein paar Minuten, wenn man ihn nicht benutzt. Und das hat mir dann wohl auch einfach mal eben rasch das Bild gekillt. Drum muss ich jetzt hier gerade nochmal kurz switchen. Jetzt sollte das aber hoffentlich für längere Zeit da sein. So, ja, hoffen wir mal, dass jetzt alles gut geht. Also, das hier ist das Antlitz unseres neuen Druiden. Nicht nur diese wunderschöne Katzengestalt, nein, auch unser Druide hat eine komplett neue Rüstung spendiert bekommen. Mit dem Wappenrock bin ich noch nicht so ganz zufrieden. Da suche ich noch nach einer schönen Alternative. Aber ansonsten würde ich sagen, ist das doch recht schick geworden. Wir haben ja unseren Druiden ja auch äußerlich noch ein bisschen angepasst, also nicht nur mit den Rüstungen, wir haben ihnen ja quasi auch eine andere Hautfarbe verpasst. Wir haben noch ein bisschen Bemalung verpasst und die Bemalung, die geht jetzt hier natürlich ein bisschen unter, das ist klar unter all dieser Rüstung, aber ab und zu muss er die ja auch mal ablegen und dann kann er hier mit seiner schönen Kriegsbemalung beeindrucken. Genau, was ich auch noch freigeschaltet habe, das können wir eigentlich auch gleich mal zeigen. Wenn wir denn schon mal beim großen Herzeigen sind. Und zwar habe ich jetzt hier ein komplettes Set geschafft. Und zwar die Traditionsrüstung der Shu Halo. Und zwar sind das ganz, ganz alte Tauren. Und da gibt es eine wunderschöne Questreihe. Da kann man dann dieses wunderschöne Outfit hier freischalten. Warte mal, ihr seht das jetzt nicht ganz so, weil natürlich jetzt das Overlay so ein bisschen weg ist. Da muss ich mal noch ein gangbaren Weg finden, aber das ist es hier sozusagen. Sieht echt sehr, sehr schick aus, muss ich sagen. Hatte auch kurz überlegt, ob ich so rumlaufen soll, aber dann habe ich mich doch ein bisschen
dagegen entschieden, weil die Krallen von Ursoc da nicht ganz so, ja, nicht ganz so zur Geltung kommen. Außerdem passt hier dann auch der Vogelkopf nicht so ganz. Also wenn da jetzt ein Bärenkopf gewesen wäre, dann wäre das auf jeden Fall schön gewesen. Aber nochmal zurück zur Katzengestalt, da bin ich jetzt kurz abgeschweift. Und zwar müssen wir hier mit Majordomus Hirschhaupt kämpfen. Und dieser lässt einen wunderschönen Gegenstand fallen, und zwar Fandrals Flammensichel. Wenn er den fallen lässt, dann könnt ihr zum Barbier gehen in der Hauptstadt und euch tatsächlich in diese wunderschöne Katzengestalt verwandeln. Aber ihr müsst aufpassen, wenn ihr das Item zweimal im Inventar habt, dann wird das nicht freigeschaltet. Also hier bitte nicht irritieren lassen. Wenn ihr das zweimal im Inventar habt, dann entfernt es mindestens einmal oder verkauft es. Das ist ganz wichtig. Da bin ich ein bisschen auf die Nase gefallen. Ursprünglich war der Plan, eins nehme ich für mich. Und das andere verkaufe ich, aber ich habe dann rum und rum probiert und es aufgehoben und dann war es gebunden und hat alles nicht so ganz funktioniert, wie ich mir das vorgestellt hatte. Aber letztendlich, ja, hat es dann doch geklappt. Ich habe jetzt hier diese wunderschöne Feuergestaltung. Und ich hoffe tatsächlich, dass es noch weitere Gestalten geben wird. Jetzt zum Beispiel den Vogel, den könnten wir auch mal in Flammen tauchen. Oder auch den Bären. Ich habe letztens schon gehört und gelesen, man kann tatsächlich noch die ein oder anderen Figuren freischalten. Man kann zum Beispiel als große Eule fliegen oder auch als sehr, sehr alte Eule. Da muss ich mal noch gucken, wie das geht. Heute werden wir nämlich was ganz anderes machen, und zwar das Pre-Event, die Flut des Todes, ist endlich losgegangen, knapp 2 Wochen vor dem offiziellen Release von Shadowlands, und wir haben hier eine wunderschöne Quest bekommen, laut der wir uns bei Lord Temar Theron in der Feste Gromash in Urgrimmar treffen sollen. Die Nachricht kommt von der Valera. Und da werden wir jetzt mal vorbeischauen. Die Flut des Todes. Hier werden wir wohl auf ganz, 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 ganz viele Zombies treffen. Und es besteht die Gefahr, dass wir selber auch zu einem Zombie werden können. Das gilt es natürlich zu verhindern. Wir können ja mal ganz kurz schauen, weil mich das natürlich auch interessiert, ob es denn auch spezielle Achievements gibt dafür. Das werden wir wahrscheinlich nicht beim Weltereignis finden. Wahrscheinlich gibt es nur so ein klassisches Achievement wie hier bei den Ereignissen. Stellt euch während der Ereignisse vor der Veröffentlichung von Illichen einer Invasion der brennenden Legion. Da werden wir uns so ein bisschen austoben. Wir werden auch mal in die östlichen Pestländer gehen, denn dort können wir den Weltenboss Pestrufer begegnen. Und wir werden auch mal in die Eiskrone vorbeischauen in Nordend, denn dort können wir alte Raid-Bosse wieder treffen und sie besiegen. Da werden wir heute mal ein bisschen was tun. Haben wir also ein bisschen was vor und dann vielleicht tatsächlich nochmal hier in die Feuerlande gehen, denn das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Inni, beziehungsweise ein sehr, sehr schöner Raid, wie ich finde. Da würde ich gerne nochmal vorbeischauen. So, jetzt aber nun endlich. Ge Oh, warte mal, da können wir eigentlich rüberfliegen, ne? Da brauchen wir uns doch gar nicht teleportieren. Ich schaue hier nur ganz gerne vorbei für ein Achievement, und zwar heißt das kennen wir uns nicht. In der Gilde gibt es jemanden, der hat Chromi noch nicht begegnet. In dem Achievement musst du einfach verschiedenen Leuten hier zuwinken und da fehlt die Chromi bei derjenigen noch und da versuche ich gerade so ein bisschen noch zu unterstützen. Weil ich weiß, das ist ziemlich nervig, weil also du musst 6 Leuten begrüßen. Eine davon taucht nur auf, wenn Allianzler dort ist. Das ist auch noch ein bisschen gemein. Und natürlich gibt es so viele Leute, das heißt, du kannst das nicht. Also wenn du mega viel Glück hast, schaffst du es wahrscheinlich schon am Stück alle einmal zu begrüßen, aber das ist ein sehr, 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 sehr zeitaufwendiges Event. Beziehungsweise Achievement. Zeitaufwendig deswegen, weil das durchaus sehr, 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 sehr viele Wochen dauern kann. Wobei ich glaube, in dem speziellen Fall dauert es sogar schon Monate. Ja, ich weiß, das ist alles ein bisschen zu hoch für dich. Ach, ich freue mich jetzt schon echt tierisch auf Shadowlands tatsächlich. Der Druide ist jetzt einigermaßen ready. Wir haben es sogar geschafft. Ich bin jetzt die letzten Tage echt auf WoW hängen geblieben und habe den Druiden durch Battle for Azeroth geprügelt, sozusagen. Ja, geprügelt ist das falsche Wort, aber echt durchgerusht. Ich bin noch nicht ganz fertig. Bei der Kriegskampagne gibt es noch ein bisschen was zu tun aktuell hier in Nas Jatha.
müssen wir jetzt ein bisschen was machen. Ihr seht es da oben auch, Kriegskampagne 10 von 27, aber es ist ein sehr, 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 sehr weiter Weg, bis man überhaupt da zu diesen 10 kommt. Habe ich jetzt also schon einiges durchgemacht, habe sogar schon einen Raid kurz besucht, der war recht schnell zu Ende, indem wir gegen Jaina Prachtmeer kämpfen. Ich glaube nicht, dass wir sie besiegt haben. Ich glaube, sie kommt wieder. Aber ich habe es aufgegeben, die Story von Battle for Azeroth nachzuvollziehen. Das ist einfach zu groß, zu komplex und da fehlt mir auch ein bisschen die Zeit. Darum möchte ich mich jetzt einfach so gut vorbereiten, dass ich dann für Shadowlands ready bin, dass ich da wirklich gleich von Anfang an dabei bin und wir da so richtig Gas geben können. So, und da ist Übereilte er nun. Entscheidungen könnten uns teuer zu stehen kommen. Wir sollten die Untersuchung fortsetzen, bevor wir handeln. Es ist mir eine Ehre, als Lord Regent zu dienen. Ja, mir auch. Lord Regent von Kaelthalas. Was ich tue, tue ich für. Was ich euch jetzt mitteile, wird später noch allgemein bekannt. Eure Diskretion ist von größter Wichtigkeit. Der Wiederaufbau schreitet voran. So, was sagt denn der Gute? Also, jetzt lese ich doch mal so ein bisschen die Texte auch so ein bisschen durch, denn jetzt, wie gesagt, das Pre-Event, jetzt wird es ja dann doch geschichtlich auch wieder interessanter, das Ganze. Also, die Horde wird belagert. Die Geißel der Untoten erhebt sich wie eine düstere Flut in einer Zahl, wie man sie nicht mehr gesehen hat, seit Arthas Menethil den Frostthron bestiegen hat. Und als wäre das nicht besorgniserregend genug, etwas Schreckliches ist passiert. Was ich euch jetzt erzählen werde, teile ich euch ganz im Vertrauen mit. Diese Information wird noch früh genug allen bekannt sein, aber ich musste zuerst direkt mit euch sprechen. Erlaubt mir, das zu erklären. Ja, kannst du gerne erklären, aber du brauchst mir nicht weismachen, dass du das wirklich nur mir alleine erzählst. Unsere Nation wird sich erheben. Der Rat, den wir versammelt haben, um die Horde zu leiten, ist noch sehr neu. Sylvanas weiß das. Die Entführung soll unseren Rat destabilisieren, doch das werden wir nicht zulassen. Okay, jetzt für diejenigen, die die Geschichte von BFA, also Battle for Azeroth, genauso wenig kennen wie ich, oder vielleicht ein bisschen weniger noch. Sylvanas ist am Ende von BFA zurückgetreten und nicht mehr Anführerin der Horde. Und scheinbar, das ist mir jetzt auch neu, hat sich hier ein neuer Rat gebildet aus Lillian Voss, Kalea Menethil. Hey Menethil, das kommt mir bekannt vor. Arthas Menethil und jetzt haben wir hier Kalea Menethil. Was bist du denn? Du bist aber kein Mensch, oder? Naja, gut. Lassen wir uns mal so stehen. Und dann haben wir noch Myla Hirschberg. Nein, Hochberg. Sorry. Rokan. Der Häuptling der Dunkelspeere und Agra. Also, das scheint wohl der neue Rat zu sein. Hier im Hintergrund haben wir noch Valera. Vielleicht ist sie ja auch Teil des Rates. Ich weiß es nicht. Ja, schauen wir mal, was ist passiert. Silbermond wird wieder. Ich wusste, sie würde kommen, eines Tages, um sich diese Macht zu sichern. Stattdessen hat sie das Undenkbare getan. Nun ist niemand mehr sicher. Sie will beenden, was sie begonnen hat. Und alle brechen, die sich ihr widersetzt haben. Wer Azeroth zusammengehalten hat,
sollte sich vorsehen. Unser Ende beginnt. Ja, also irgendwie hat Sylvana so einen kleinen Hass auf diesen kleinen König. Ich weiß einfach nicht so ganz warum, da stecke ich geschichtlich leider jetzt nicht so drin, aber der Trailer war wieder sehr, sehr schön gemacht, sehr, sehr nice. Wir haben die verschiedensten Anführer der fast verschiedensten Völkern gesehen. Viele sind natürlich untergegangen. Zum Beispiel die Draenais, die haben wir jetzt gar nicht gesehen, aber wir haben zum Beispiel Tyrande, Whisperwind haben wir gesehen. Dann haben wir natürlich den kleinen König der Menschen getroffen, beziehungsweise der Allianz, den Anführer. Und die verschiedenen Horde-Anführer wie Bane Bluetooth zum Beispiel. Das sah schon mal richtig genial aus. Also das sah sehr schön aus. Grüße, Happy und Bogo. Schön, dass ihr auch eingeschaltet habt. Freut mich wirklich sehr. Ich grüße euch im Namen Silbermond. Und ja, okay. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Auch wenn wir nach Thrall und Bane suchen müssen, die haben wir jetzt gerade eben alle schon gesehen, dürfen wir dabei den Schutz unserer Bürger und Verbündeten nicht vernachlässigen. Zu diesem Zwecke habe ich mich der Hilfe derjenigen versichert, die Erfahrung im Umgang mit der Geißel haben. Sollten wir vielleicht auch mal ganz kurz nochmal drauf auf- oder eingehen, nicht aufgehen, sondern eingehen. Ich glaube tatsächlich, dass Bane Bluthufe jetzt ein bisschen eine größere Rolle spielen wird. Generell die Tauren, glaube ich, dass die jetzt vielleicht etwas wichtiger werden jetzt in dem Shadowlands Add-on, denn gerade zum Ende hin zur Kriegskampagne von Battle for Azeroth sind die Tauren ja mit Bane Bluthufe doch immer mehr in den Mittelpunkt gerückt worden. Darum habe ich schon ein bisschen so Hoffnung, dass er hier tatsächlich im Shadowlands Add-on auch eine zentralere Figur spielen wird. Wäre ganz cool, denn ehrlich gesagt sympathisiere ich tatsächlich doch ein bisschen sehr mit Bane Bluthufe. Sylvanas ist ein bisschen gesunken. Tatsächlich ein bisschen hinterlistig gespielt. Nichtsdestotrotz bin ich noch ein Fan von ihr, aber nicht mehr ganz so loyal. Was aber, glaube ich, auch so ein bisschen daran liegt, dass man seitens Blizzard jetzt nicht so wirklich die Wahl hatte, tatsächlich sich für die ein oder andere Seite zu entscheiden. Das ist echt ein bisschen doof, dass man da echt so, dass einem das aufgezwungen wird, dass der Weg, den Sylvanas da geht, welche Gründe sie auch immer dafür haben mag, dass er der falsche ist. Wir wissen es einfach nicht. Also da schauen wir mal in Shadowlands, wer da der große Gegner sein wird. Ich hoffe auch, dass dort dann endlich klarer werden wird, welche Ziele Sylvanas wirklich verfolgt und natürlich auch, welche Schicksale dann natürlich für die anderen Oberhäupter so zur Verfügung steht. Jetzt machen wir hier erstmal weiter. Rückkehr des Kreuzzugs. Okay, ich habe den unerbittlichen Vormarsch der Geißel mit eigenen Augen gesehen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie an unsere Toren rütteln. Das Schicksal, das Silbermond ereilt hat, darf sich nie wieder wiederholen. Die Todesritter der Schwarzen Klinge haben sich erboten, sollte wahrscheinlich erhoben heißen, gegen die Bedrohung zu kämpfen, aber selbst sie werden Verstärkung benötigen. Nein, erboten. Okay, ich verstehe es. Es ist nicht meine Sprache, aber ich verstehe es. Sie haben es quasi angeboten zu helfen. Der Agentum-Kreuzzug ist erneut dem Ruf gefolgt. Ich bitte euch, ihm zur Seite zu stehen, um unser Volk zu schützen. Ihr Kommandant erwartet eure Ankunft. Ah, sehr schön. Der Agentum-Kreuzzug. Da fehlen mir sogar noch ein paar Tiere. Ihre Taten. Aber da habe ich noch nicht alles freigeschaltet. Meisterin der Taktik. Die Angriffe der Geißel und die Entführungen müssen Teil eines größeren Plans sein. Die Allianz ist genauso angeschlagen wie die Horde. König Vryn und Lady Prachtmeer wurden gefangen genommen. Tyrande Whisperwind dagegen konnte ihre Angreifer neutralisieren. Tatsächlich?
Ich wusste, dass die Nachtkriegerin stärker geworden ist. Aber dass sie sogar stärker als Jaina Brachtmeer ist. Glücklicherweise unterstützen uns die Ritter der Schwarzen Klinge. General Nazgrim berichtet, dass Bolvar Vordragon sich von der Krone des Lichtkönigs befreit hat und sich in Acheros erholt. Und auch der Argentum-Kreuzzug ist dem Ruf gefolgt. Er ist bereit, die Geißel aus unserem Land zu vertreiben. Bolvar Vordragon war einer der tapfersten Helden Azeroths aller Zeiten. Wenn jemand weiß, wie man die Plage besiegen und unseren Freunden helfen kann, dann der Hochlord. Das Erbe des Lichtkönigs ist für immer mit dem meiner Familie verbunden. Lord Regent, ich diene zwar den Verlassenen nur als Beraterin, aber ich möchte gegen diese Bedrohung an eurer Seite kämpfen. Eure Stimme hat den Verlassenen und der Horde viel Weisheit vermittelt, Lady Menethil. Wir werden diese Sache gemeinsam durchstehen. Ach, schau an. Also, die ist tatsächlich wiederbelebt worden. Ähnlich wie der Bruder, glaube ich, von der Jaina. Der Derek Brachtmeer. Ich glaube, es war der Bruder. Ich weiß jetzt nicht ganz. Interessant. Okay, das erklärt zumindest das Aussehen. Aber hier zu schreiben, dass Bolvar Vordragon sich von der Krone befreit hat, das ist doch ein bisschen arg, naja, beschönigt, ne? Eigentlich wurde ihm ja die Krone entrissen. Also, er ist so wirklich befreit hat er sich nicht. Er wurde befreit, so kann man das vielleicht nur eher beurteilen. So, kann mir mal einer erklären, doch jetzt, warum ich nicht fliegen kann? Jetzt kann ich auf jeden Fall wieder fliegen. Sehr schön. Was braucht ihr? Kommandant Drog. Rückkehr des Agentumkreuzzugs. Ah, das ist sehr schön. Da gehen wir tatsächlich wieder zurück nach Nordend. Okay, der knurrt mich einfach nur an. Ihr müsst es sein. Wir können ja nicht vorhersehen, wo und wann die Geißel zuschlagen wird. Um eine Verteidigung aufzubauen, hat der Agentumkreuzzug an mehreren wichtigen Orten Außenposten errichtet. Von denen haben wir aber noch keine Nachricht erhalten. Sucht meine Feldoffiziere entlang der südlichen Straße auf. Ich erwarte einen vollständigen Bericht, wenn ihr zurückkehrt. Okay, wir befinden uns jetzt so schnell nicht in Nordend. Tatsächlich werden jetzt hier einige Flüge unternehmen im Brachland. Na, ist ja auch nicht so schlimm, dann seht ihr das auch mal. Oder ich zumindest. Das war schon wieder lang her, dass sie mal da war. So, da haben wir schon mal den ersten. Der ist aber nicht weit gekommen. Für den Sonnenbrunnen. Okay, ich wollte auch nicht mit dir reden. Kannst ruhig weitergehen. Nee, warte mal, ich glaube, ich habe... Nee, doch nicht? Nee, ich habe ihn nicht bekommen. Schade. Macht nichts. Schauen wir mal, ich bin jetzt schon sehr, sehr gespannt, wie das Ganze hier aufgebaut ist. Erstmal ist es nur viel hin und her fliegen. So. Während ich aber hin und her fliege, kann ich euch berichten, ob es euch nun interessiert oder nicht. Tatsächlich, ich habe nun endlich die ersten Lebkuchen eingekauft. Super. Ich habe mich lange, lange Zeit dagegen gewehrt. Die Dinger stehen ja schon quasi Ende August in den Regalen. Ich habe mir lange Zeit dagegen gewehrt. Ich sage immer so, vor November kaufe ich keine Lebkuchen. Kann ich auch immer ziemlich gut durchhalten. Und dann versuche ich das natürlich auch so lange wie möglich nach hinten durchzuziehen, ne, dass es so spät wie möglich wird, weil ich unterstütze das halt eigentlich echt nicht, dass schon Ende August quasi die ganzen Läden schon prall gefüllt sind mit Adventskalendern und Lebkuchen und wie die Dinger alle heißen, finde ich ganz furchtbar. Aber heute habe ich Lebkuchen gekauft, aber sie bis jetzt noch nicht aufgemacht. Dafür habe ich eine ganze Packung Baumkuchen vernichtet. Oh, schlimm. Echt schlimm. So, wir müssen immer noch weiterfliegen hier. Das nimmt so schnell, glaube ich, kein Ende. Aber ja, wir sehen hier auch noch keinerlei Geisel. Vielleicht sollte ich mir mal so einen Bericht durchlesen, oder? Okay, das zerfledderte und blutgetränkte Pergament ist schwer zu entziffern. Das ist ja mal nett.
So, hier ganz, ganz schwach. Level 30 hier maximal. Höher skaliert das Ganze nicht. Vielleicht ist sogar noch eine Quest zu machen. Hey. Oh, schau mal. Ist ganz interessant. Ne? Jetzt, wo ich die Feuerkatze habe, sehe ich ganz, ganz viele Reittiere, die irgendwie brennen. So, und ich bin echt nicht alleine hier. So, tötet 6 Kultisten und 4 blutrünstige Ghule am Wege. Oh, das sind sie ja auf einmal. Jetzt geht's los hier. Party. Können uns hier natürlich sofort Einhalt gebieten, die blutrünstigen Ghule. Zum Glück bin ich hier nicht alleine. Da sind auch noch ein paar andere da. Da ist hier irgend so ein Vulpera unterwegs. Ich wollte schon fast sagen Gnome. Oder Goblin. Ich glaube, bei der Horde sind es die Goblins. Tut mir leid. So, da hinten wartet. Wartet, jawohl. Oh, haben wir gleich noch mitgenommen. Und was soll ich noch machen? Ah, die Kultisten, ja, die müssen auch noch weg. Die sind wahrscheinlich für das ganze Schamassen schuld. Ich würde aber auch mal interessieren, woher die Sylvanas jetzt da die ganzen Truppen hernimmt. Also von nichts kommt ja auch nichts, ne? Heißt ja immer so schön. Warum ist dabei jetzt zu spät? Ah, schön. Immerhin ein Portal hier gleich ums Eck. So, warte mal, hier. So. Perfekt, das hat gezählt. Sehr schön. Dann geht es da drüben noch weiter. Oh. Naja, kaputt heilen werde ich die dann doch nicht können. Das hat jetzt natürlich nicht gezählt, weil ich versucht habe, den kaputt zu heilen. Das ist natürlich leider nicht möglich. So, hier die drei brauchen wir. Alle drei kommt mal her. So. Ja, ansonsten, wie geht's denn euch so eigentlich? Ich hoffe, soweit ganz gut. Ich hoffe, alle sind noch quietschfidel und munter. Der Sieg ist nahe. Warum ist das Portal jetzt weg? Ich brauche das doch noch. Bleib so. Ja, genau. Jetzt bräuchte ich es. Ich muss doch da wieder zurück. Warum enthältst du mir das Portal vor? Oh, wie gemein. Wie gemein. Na, okay. Dann fliegen wir halt wieder zurück. Aber warte, wir machen das, auch wenn unsere Fluggestalt ziemlich cool ist und das nur Druiden können. Dann können wir wieder den Finger ein bisschen in die Wunde legen. Wir stülpen. Nein, oh, sorry, jetzt wollte ich wollte irgendwas Cooles sagen, aber es voll vercheckt irgendwie. Nein, jetzt springen wir natürlich auf unser schönes Reittier von letztes Mal auf den Frostbrutbezwinger. Wirklich sehr, sehr schönes Reittier. Wir haben auch tatsächlich wieder die Möglichkeit, wir könnten nachher vielleicht auch, wenn wir sowieso schon in Nordend sind, vielleicht auch nochmal in dem einen oder anderen Raid hineinschauen, denn hier haben wir noch ein paar andere Reittiere zum Freischalten. Hier zum Beispiel, ne, den blutgebadeten Frostbrutbezwinger, den brauchen wir auch noch. Dann müssen wir hier in Udua noch mal rein, da fehlt mir noch ein Erfolg. Den haben wir leider nicht geschafft. Ja, und noch ganz viele andere. Also, so muss man echt noch viel machen, aber tatsächlich habe ich die letzte Woche, oder die Woche, diese Woche, schau mal, boah, noch mal fast mal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 32 Erfolge habe ich gemacht. Wahnsinn. Und ich glaube, ein Großteil oder fast alle davon, ja, fast alle davon habe ich in Udua gemacht. Wahnsinn. Das war mal wirklich ein sehr erfolgreicher Raid. Gut, wir haben, okay, wir haben nicht versucht, wirklich alle Erfolge zu machen. Wir hatten eigentlich nur geschaut, dass wir die Erfolge für Udua hier fertig machen. Denn da gibt es ja auch wieder zwei Reittiere sogar, den rostigen und den eisbeschlagenen Brotodrachen. Da fehlt mir jetzt, wie gesagt, noch ein Achievement, aber ansonsten, abgesehen davon, haben wir echt richtig gute Ausbeute gemacht. War richtig genial. Hat auch super viel Spaß gemacht.
Müssen wir unbedingt wieder machen. Wir arbeiten auch gerade vielleicht ein bisschen an der Planung, mal in Allegiant so ein bisschen durchzurennen. Auch dort gibt es natürlich noch einiges, was bei mir offen ist. Und ich werde der Justiziarin unsere volle Unterstützung zusichern. Unsere Verstärkung wird in Kürze eintreffen. Ja, das freut mich, das freut mich. Sehr schön. Das höre ich gern. Eine Botschaft aus Eiskrone. Jawohl, endlich geht's in die Eiskrone zurück und zwar zum Argentum Turnierplatz. So, geil. Aber wenn wir schon mal dort sind, dann muss ich auch natürlich mit dem entsprechenden Reittier aufkreuzen. Habe ich überhaupt eins? Nein, ich habe keins. Ich dachte... Ah, nee, die habe ich nie gemacht. Schau mal hier. Für 150, was weiß ich, was das für eine Währung ist, können wir hier zum Beispiel den Argentum Hypogreifen freischalten und das Argentum Schloss raus aus. Also da haben wir auch noch eine ganze Menge zu tun. Und warte mal, da ist auch noch eine Quest, die nehmen wir auch noch mit. Was jetzt? Ja, stellt Nathanos oder Nathanos, keine Ahnung, wie spricht man den überhaupt aus, Pestrufer bei Maris Siedlung in den östlichen Pestländern. Und wenn wir das machen, bekommen wir hier Argentum Belobigungen, die wir dann gegen Rüstung der Stufe 100. Ja, nur zum Vergleich, ne? Wir haben jetzt im Schnitt habe ich 63. 100 wird so ungefähr die Stufe sein, die man, glaube ich, für den ersten, nicht Raid, würde ich jetzt fast nicht sagen, ich glaube, für die erste Inni oder sowas brauchen. Das habe ich leider auch schon ein bisschen vergessen. Aber wir kriegen da auf jeden Fall hochstufige Ausrüstung. Natürlich Transmog-Zeug, also fürs Aussehen ist das auch ganz gut. Und wie gesagt, ein wunderschönes Haustier, das ich gerne hätte. Also das Haustier hat bei mir Prio 1, das ist ganz wichtig. Denn Rüstung ist vergänglich, ne? Aber ein Haustier, das bleibt für immer. Also ab in den Kristallsangwald zu Dalaran, zu dem anderen Dalaran. Und dann schauen wir doch mal, was wir jetzt so Schönes machen können nachher. Ja, wobei, war das eine gute Idee? Vielleicht hätten wir erst den... In Anbetracht der Uhrzeit lasst uns vielleicht doch erstmal nochmal ganz kurz zurückgehen. Und zwar nach Unterstadt in die östlichen Pestländer. Und dort stellen wir dann den Weltenboss Pestrufer. So, schauen, das ist Silbermond. Silbermond ist aber eigentlich auch schon ganz gut. Ich hoffe, da sind auch ein paar dabei. Nicht, dass ich jetzt da wieder alleine dastehe. Das wäre nicht so doll. Ah, da geht's raus. Ja, genau. Also der Chat schlägt auch schon vor, zuerst in die Pestländer zu gehen. Hey, warum kann ich hier nicht fliegen? Warum kann ich hier nicht fliegen? Nö. Wenn ich hier nicht fliegen kann... Aber ich habe, glaube ich, kein Portal in die... Doch, wir haben ein Portal in die Unterstadt. Habe ich jetzt letztens herausgefunden. Wir haben ja kein Fluggerät mehr, das uns von Orgrimmar nach Unterstadt bringt. Aber... Da waren ein paar findige Magier da und die haben ein wunderschönes Portal hingestellt. Das nehmen wir. Eieiei. Also, wieder die ganze Strecke zurück. Die Laufkilometer. Das werden immer mehr. Ah, warte mal. Können wir übrigens auch mal schauen. Wir haben letztens nämlich auch die Statistiken für uns entdeckt. Und jetzt weiß ich gar nicht, ob wir hier sehen können, wie viel wir so gelaufen sind. Hier sehen wir auf jeden Fall noch ehemalige Erfolge. Siege über HK Zul'Gurub. Zwei Stück. Warte mal. Da ist es doch. Da ist es doch. Ich wollte gerade mal schauen, ob man hier sieht, wie viele Schritte ich zurückgelegt habe. So ein Schrittzähler wäre eine geile Idee eigentlich. Aber den haben wir jetzt, glaube ich, nicht gesehen damals. Schauen wir mal. Nee, ich glaube, das sehen wir hier. Doch, da Reise, schauen wir mal. Nein, hier sehen wir es leider auch nicht. Schade, hier sehen wir nur, wie viele Flugrouten ich schon bereist habe. Das ist eine ganze Menge, hier 1859. Aber ich habe jetzt auch nicht so viel Spielzeit, muss man vielleicht auch dazu sagen. Spielzeit sind, glaube ich, so um die 50 Tage. Da geht's raus, sehr schön. Oh, nein, nein, warte mal. Da geht's nicht raus.
versuchen wir es doch mal hier. Ah, das ist echt so schön. Was, den Aufzug kennst du noch nicht? Kann mir jetzt aber schwer vorstellen. So, und... jetzt hier raus, ich sehe schon, ich war hier schon so lange nicht mehr. Hey, grüß dich, TC11, alles klar bei dir? So. So, jetzt, wir sind raus, endlich, und fliegen jetzt mal in die östlichen Pestländer. Und zwar hier, schau mal, da wird er uns auch schon angezeigt. Nathanos Pestrufer. Wir bekommen von ihm eine Ausrüstungstruhe der Todeswache, wenn wir besiegt haben. Ich hoffe wirklich, dass ich jetzt da nicht alleine dastehe wie so ein Depp. Das wäre echt doof. Ja, bei mir ist soweit alles klar. Ich bin auch putzmunter, vielleicht ein bisschen traurig. Der Urlaub geht jetzt dann langsam zu Ende. Ich habe eine ganze Packung Baumkuchen verspeist. Geht es mir eigentlich auch sehr gut deswegen, aber auch ein bisschen schlecht, weil ich eben eine ganze Packung Baumkuchen verspeist habe. Da denke ich mir wieder, warum? Aber andererseits denke ich mir, geil. Ja, und der Urlaub ist jetzt halt dann vorbei. Das ist auch so ein bisschen traurig. Aber andererseits freue ich mich, ehrlich gesagt, schon auch wieder so ein bisschen aufs Arbeiten. Denn aktuell kann man halt wirklich nicht sehr viel machen. Man sitzt halt doch viel daheim rum. Viel am PC, wo ich jetzt auch nicht so ein großes Problem mit habe, aber irgendwann wird es ja dann doch eintönig und dann möchtest du doch wieder so ein bisschen gefordert werden. Und das werde ich auf Arbeit, darum freue ich mich da einfach schon wieder drauf, so ein bisschen. Freue mich aber natürlich auch schon wieder auf den nächsten Urlaub, der glaube ich 4 Wochen später ist und dann etwas länger als eine Woche, das sind so glaube ich 2, 2,5 oder sogar 3 Wochen fast Urlaub. Weil ich einfach noch so viel übrig habe, weil War mir eigentlich ziemlich egal dieses Jahr mit Urlaub. Ich habe, also gut, es hat zum einen von der Arbeit her nicht so ganz reingepasst, aber andererseits, was hätte ich denn machen sollen mit dem Urlaub? Ja, im Sommer hätte man noch was machen können, hätte man noch irgendwo hinfliegen können, hinfahren können oder was auch immer, aber nee, habe ich alles liegen lassen. Und drum staut sich das jetzt halt alles so ein bisschen zum Ende des Jahres auch. Das ist für die Arbeit jetzt natürlich ein bisschen doof, weil das wird sich natürlich auch bemerkbar machen. Wenn man dann mal 3 Wochen weg ist. Jawohl, ich bin nicht alleine. Schau mal. Aha, perfekt. Da warten auch schon ein paar andere. Sogar die Allianz wartet hier. Na gut. Ist das der Rest der Allianz vielleicht? Wäre das möglich? Also Troll hier alles vertreten. Sehr schön. Leichnam von... Ah, okay. Der hat's also nicht gemacht. Schade. Okay, aber sehr gut, dass ich da nicht so alleine dastehe. Oder hauen die jetzt alle ab? Ey, das wäre jetzt echt gemein, wenn ihr jetzt alle abhaut. Bitte bleibt noch ein bisschen da. Bleibt noch eine Weile da. Leistet mir Gesellschaft. Und der erste haut schon wieder ab. Ah, da wird auch einer wiederbelebt. Das ist auch sehr nett, dass ihr das macht. Sehr schön. Oh, da kommt einer gerade aus dem Gasthaus raus. Und da ist er. Nun, jawohl. Seht mal. Wenn das nicht Azeroths mächtigste Champions sind. Haha, jawohl. Die mächtigsten. Ihr habt mich am denkbar unwahrscheinlichsten Ort gefunden. Meinem Zuhause. Ihr wollt wohl all die schlimmen, schlimmen Dinge vergelten, die ich getan habe? Wie vorhersehbar. Hierauf warte ich schon lange. Steht euch mir, Feiglinge! Ja, okay, alles klar, Attacke. So, ich hoffe, das geht von der Lautstärke her. Ich habe die jetzt mal ein bisschen lauter gemacht, nachdem ich festgestellt habe, dass ich zum Teil einfach Vogelgezwitscher nicht höre, was ein bisschen schade ist eigentlich, weil es ja doch schön ist, wenn man durch die Gegend läuft und dann natürlich auch ein bisschen was von ihr mitnimmt. So. Ja, also man merkt natürlich, dass mein Equipment auch nicht das stärkste ist. Ich muss hier relativ einstecken. Wir haben mir jetzt sogar kurz ein bisschen zurückgezogen. Ja, wie gesagt, einfach vielleicht in den Chat reinschreiben, wenn das doch ein bisschen zu laut ist bei euch. Ah, warte, warte.
Dann wieder heilen so ein bisschen. Oh, und er hält ein bisschen was aus, würde ich sagen. Finde ich aber ehrlich gesagt auch ein bisschen schade, dass er jetzt auch zum Gegner wird. Gut, er war mir jetzt noch nie so wirklich sonderlich sympathisch, aber trotzdem. Das ist halt wieder ein herber Verlust für die Horde eigentlich. Bin mal gespannt, wie sie das ausgleichen. Weil, auch wenn sie jetzt so schön gesagt haben, dass die Allianz auch so geschwächt sein soll, weil jetzt natürlich der König, der Boer, ist ja loslaufen. Oh, war das eine richtige Entscheidung? War die Entscheidung richtig einfach? Nein, ich glaube, sie war falsch. Ja, wobei der... Okay, man wird nicht wiederbelebt. Gut, dann müssen wir uns jetzt beeilen. Oh, ich hoffe... Weil jetzt bin ich ja vielleicht off-fight wieder. Wenn die den jetzt legen, dann habe ich ein Problem. Vielleicht hätte ich einfach liegen bleiben sollen. Naja. Also gut, wie gesagt, auch wenn sie jetzt sagen, dass hier die Jaina Prachtmeer gefangen genommen worden ist und der König Vryn auch gefangen genommen worden ist, glaube ich nicht, dass die Allianz wirklich so schwach ist. Immerhin hat sie ja noch Tyrande, die Chefin der Nachtelfen. Die Drena ist keine Ahnung eigentlich, was mit denen jetzt so passiert ist. Die kamen jetzt nicht so richtig vor in der Geschichte. Es gab eigentlich immer eher so ein Fight halt Horde Allianz, aber die Drenas haben da irgendwie nie eine Rolle gespielt. Also wir sind da jetzt nie auf einen großen Bekannten getroffen. Ich glaube, den letzten Bekannten der Drenais war in Legion. Das war der Prophet Velen. Und sonst war es das auch schon. So, ich bin wieder im Kampf. Hallo. Ja, die machen es alle ganz gut, ne? Hier, die tanken mit ihrem Bären. Oh nein, das ist sogar ein Druide. okay. Nee, aber ja, die schicken halt andere raus, wobei der Bär da schon viel durch aushält. Ah, ich stelle mich aber auch nur in so eine Giftlache rein. Das ist natürlich jetzt auch nicht so gut. Ah, wobei, ich glaube, der gegnerische Druide da, der Allianz-Druide, ist gerade ein bisschen umgefallen. Dem hat das nicht so gepasst. Ja, Angriff. Ist gut gesagt. Ah, hier schon mal. Ich kümmere mich mal hier um deinen Seuchenzahn, okay? Das scheint eine machbare Aufgabe zu sein. Der will aber nicht mit mir kämpfen. Bleib doch mal stehen. Aber es sieht sehr schön aus, wenn hier von allen Seiten wirklich die ganzen Zauber geflogen kommen, da die Frostzauber, die Feuerzauber und die Arkane, also gerade die Magier machen das ja hier echt zu einem Spektakel. Das ist sehr schön. Moment, ich muss mir jetzt hier auch mal ein bisschen selber heilen. Hey, wer war das? Kam einfach so ein Drache geflogen gerade. Ein cooler Move. Den würde ich auch gerne haben. Verließ. Bei all den vielen Seelen, die verbrannt sind in eurem geliebten Baum. Wo ist sie?
Na los, tötet mich. Ihr schickt mich direkt zu meiner Herrin. Jenseits des zerrissenen Schleiers. Ah, Tyrande, hohe Priesterin, Nachtkriegerin, völlig machtlos, das Bevorstehende zu ver... Ja, die Tyrande, da war sie wieder und ich muss sagen, ich werde auch langsam Fan von ihr tatsächlich. Also in Heroes of Storm hat sie mir schon sehr, sehr gut gefallen. War schon sehr schön, mit ihr zu spielen. Da habe ich sie auch richtig gut gespielt, glaube ich, so für meine Verhältnisse. Das hat echt mega Spaß gemacht. Aber auch hier jetzt in BFA macht sie auch eine überzeugende Figur, überzeugender Charakter. Bin echt mal gespannt auf, was mit ihr passiert. Also ich glaube, auch Tyrande wird wahrscheinlich jetzt eine etwas größere Rolle spielen. So. Nun seht mal. Ich gehe. Ciao. Wow, der kam jetzt aber schnell vorbei. Und jawohl, schon mal, die waren so nett und haben mir hier ein wunderschönes Portal hingestellt. Ah, wunderbar. Ort gefunden. Meinem Zuhause. Hey, wie unfair. Mist, jetzt hat er sich da verzogen. Ihr wollt wohl all die schlimmen Dinge vergessen. Wie machen wir das dann jetzt? Ach, schau mal, wir machen das jetzt ganz easy. Wir teleportieren uns jetzt einfach zu unserer Ordenshalle. Hierauf warte ich schon. Ich sehe euch da oben. Und dann schauen wir mal. Oh, toll, jetzt bin ich hier wieder in Fight. Ich wollte doch gar nicht in Fight sein. Bin mal gespannt, wie ich da wieder rauskomme. Wahrscheinlich jetzt gar nicht, ne? Das ist ein bisschen fies. Okay, da ist... Ja, wird mir jetzt auch nichts helfen. Jetzt bin ich schon in Fight. Okay, derweil können wir mal schauen, was ich da Schönes bekommen habe. Und zwar... Helebarde des Pestbringers. Eine Stangenwaffe. Ja, ist jetzt echt doof. Denn ich bin ein Faustwaffentyp. Also das hätten sie besser machen können. Dass man da einem wirklich auch eine Waffe an die Hand gibt, die man braucht. Gut, vielleicht ist es ja so, dass jetzt tatsächlich die Droiden, die Wächterdroiden, vielleicht keine Faustwaffen mehr brauchen. Vielleicht, sondern jetzt Stangenwaffen. Kann sein. Kann ich euch jetzt gar nicht sagen. Da muss ich mich mal noch ein bisschen mehr mit beschäftigen. So, jetzt bin ich auf jeden Fall nicht mehr im Fight. Sehr schön. Dann können wir jetzt mal rübergehen. Also die Waffe packe ich hier mal nach links zu meinen anderen Sachen, mit denen ich noch was machen wollte. Wie gesagt, das muss ich mir nochmal anschauen. Oder wir können Stangenwaffen tragen und denen aber das Aussehen von den Faustwaffen geben. Aber ich glaube, das ist nicht der Fall. Also das wird noch etwas schwierig werden, da ein neues Aussehen dann zu basteln hier für unseren lieben Druiden, das dann mit Stangenwaffen auch funktioniert. Mal gucken. Also im Moment wäre es sehr, sehr schade, wenn ich jetzt auf Stangenwaffen angewiesen wäre. So, wir machen jetzt hier viele Hin- und Her-Portereien, damit wir hier nach Orgrimmar kommen. Sauber. Dauert ein bisschen jetzt. Aber wir haben es ja fast schon wieder geschafft. Aber perfekt, das ging jetzt wirklich sehr, sehr schnell. Und wenn wir das durch haben, dann geht es endlich in die Eiskrone. Da freue ich mich schon drauf. Das wird echt cool. Und wir bekommen ja hier der Banshee Champion. Was kriegen wir denn da eigentlich? Genau. Gold und Belobigungen. Also da wäre es irgendwie schöner gewesen, tatsächlich, wenn wir da Waffen hätten auswählen können. Wie gesagt, da mit dieser Waffe kann ich mich jetzt aktuell nicht sehr mit arrangieren. So, warte mal. Bin doch... Ach ja, stimmt ja. Die sind ja da oben irgendwo. Und das ist kein Aufzug. Das sollte vielleicht mal einer gewesen sein, aber der funktioniert auf jeden Fall nicht. Da habe ich mich schon öfters mal reingestellt. So, hallo. Gern geschehen. Zu Lebzeiten war Nathanos Maris ein Rohling. Im Tod sind seine übelsten Eigenschaften noch schlimmer.
Endlich hat den Pestrufer sein gerechtes Schicksal ereilt. Ich bedauere nur, dass ich es nicht selbst sehen konnte. Ich missgönne Tyrande Whisperwind nicht den Todesstoß. Ich hoffe nur, dass der Zorn der Nachtkriegerin sich weiter auf Sylvanas konzentriert. Verzeiht, wenn ich unterbreche, Lord Regent. Aber ich habe den Kaldorei, die nach der Schlacht um die Dunkelküste in Untote verwandelt wurden, einen Rat gegeben. Ich glaube, ich habe ihnen einen Weg gezeigt. Wenn ich der Hohepriesterin von ihnen erzähle, könnte ich vielleicht ihren Schmerz ein wenig lindern. Lillian Voss hat uns davon erzählt, Lady Menethil. Hoffen wir, dass euer freundliches Angebot Früchte tragen wird. Ja, das hoffe ich allerdings auch. So, jetzt endlich geht es in die Eiskrone. Ah, da freue ich mich schon. Das wird lustig, glaube ich. So, Moment, hier ist immer richtig, ne? Und zwar, genau, da müssen wir jetzt hin zum Agentum-Turnierplatz. Den kennen wir schon. Da waren wir nämlich, glaube ich, in der letzten Folge. Und zwar hier oben bei der Prüfung des Kreuzfahrers. Ist also nicht ganz unbekannt mehr für uns. Wir werden trotzdem vielleicht ein bisschen ausschweifender versuchen, dorthin zu fliegen. Denn, wie gesagt, wir können ein paar der alten Bosse wieder treffen. Die laufen nämlich hier vereinzelt durch die Eiskrone. Freue mich schon. Bin mal gespannt, wen wir hier alles treffen werden. Angeblich kann man ja auch den Lichtkönig persönlich treffen, aber ja, lasst uns mal überraschen. Allzu viel Raum für Spaziergänge gibt es ja hier sowieso nicht in der Eiskrone. Ja, da haben wir eigentlich meistens nur da um Ymirheim herum. Da kann man schön spazieren. Ansonsten wird es dann doch sehr, sehr speziell. Schauen wir mal, angeblich tauchen sie ja hier irgendwie dann als silberne Sternchen auf. Wie eben halt so Rare Mobs. Was macht ihr? Hey, 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 Moment, Moment. Achso. Okay, ich dachte irgendwie, die wollten sich jetzt gerade hier mit mir anlegen. Okay, keine silbernen Sterne, na gut, dann fliegen wir jetzt hier mal darüber. Also ich finde, das sieht richtig geil aus. Bin echt sehr gespannt, was uns da auf der anderen Seite erwarten wird. Wie das aussieht, wie das Ganze eingebaut wird in die Story und. Vor allem auf den Cinematic Trailer von Shadowlands, dann, wenn das Add-on wirklich startet, auf den bin ich auch schon sehr, sehr gespannt. Hallo? Du wirst einfach angehaucht von dem. Ja, letzte Woche war hier noch nicht so viel los. Sind jetzt alle nur wegen des Streams hier. Bin mir ziemlich sicher. Nee, Spaß. Halte ich für okay, da haben wir es doch. Handeln, bevor es zu spät ist. Wenn wir weiter zögern, könnte unsere Chance verloren sein. Meinst du? Beseitigt 12 Diener der Geisel vom Agentum Turnierplatz. Also, ich lese jetzt doch nicht alles vor, weil das dauert noch ewig. Gehabt euch wohl. Ich bin aber das meiste kriegen wir eben mit. Oh wow, die ist hier schön hervorgehoben. Okay, jetzt nicht mehr. Wir müssen jetzt hier 12 Diener der Geisel töten und natürlich verwunderte retten, oder, ja genau, retten, hier mit so einem schönen Verband. Ach, die Kapelle, die interessiert mich doch gleich noch gar nicht. So, warte mal, schon mal, da liegt einer rum. Sollen wir hier sofort helfen? Auch wenn es ein Mensch ist. Da haben wir den Untoten liegen, jawoll. Ich muss zuerst etwas Ach, Mann.
wollte ich hier was ganz anderes machen. So, komm her, ja. Vielleicht wollen wir uns ja ein bisschen zusammentun, du kleiner Gnome. Der kämpft schon mal mit uns zusammen. Schau mal, ich sammle hier rasch mal ein bisschen was ein. Dann kannst du da gleich so ein bisschen mitfarmen. Schau mal, so nett bin ich zu der Allianz. Wahnsinn. Hätte ich nie gedacht. Ja! Okay. Ja, das ist gerne. Da hat ein Meteor runtergeschossen. Und ich, genau in dem Moment, ziehe ich natürlich alle weg. Das war ja klar. So. Oh, was ist denn das? Verdunkelter Geiselstein. Ja, nehmen wir mal mit, was auch immer das sein wird. Ich bin mal gespannt. Wir nehmen alles mit, was wir hier finden können. Ach, das war kein Magier, das war ein Hexenmeister. Ah, verstehe. So, die hätten wir schon mal wieder alle gerettet. Jetzt schauen wir mal, wir brauchen ja noch ein paar. Hier von denen da. Ein Eisknochenlager. Schau mal, da vorne haben wir noch einen. Nehmen wir da. Komm. Lasst uns alle zusammen an einem Strang ziehen. Was machen eigentlich so Eisknochennager, wenn sie unter sich sind? Die nagen sich wahrscheinlich selber die Knochen ab, oder? So, ah, perfekt. Oh, gleich zwei weitere Geiselsteine, sehr schön. So, dich nehmen wir mit. Der Knochenwerfer des Dunkelpakt. Ja, und in ja, jetzt nicht mehr ganz 10 Minuten wird wahrscheinlich der nächste kommen. Der nächste Ramop, einer der Bosse, die man hier in der Eiskrone treffen kann. Schauen wir mal. Ich bin mir gerade im Chat gemeldet. Oh ja, schau mal, hey, da helfe ich mit. Ja, hier, hallo, Party. Party, Party, Party. Und schon wieder sage mal. Ich muss echt aufpassen. Ich glaube, ich riskiere jetzt dann doch bald gefeuert zu werden, wenn ich nur der Allianz helfe. Ich helfe jetzt hier schon wieder einem Menschenhexer, der eigentlich wahrscheinlich schon umgefallen wäre, wenn ich ihm jetzt nicht in letzter Not zur Hilfe gekommen wäre. Sehr verdächtig, ja? Ich muss echt aufpassen. Nicht, dass sie mich jetzt hier plötzlich doch entlarven als Spion der Allianz. Wenn nicht so toll. Ich muss auch weg. So, perfekt. Ah, hier nochmal ein Geiselstein, sehr schön. Den wollte ich mitnehmen. Na, aber ich kann euch beruhigen, ich bin kein Spion der Allianz, ich bin Vollgas Horde. Vollgas. Gebt immer euer Bestes. Ich diene. Okay, wir müssen die Ansammlung des Kults der Verdammten in Al-Durtar und Mordretar besuchen. Und ich kann hier, glaube ich, wohl. Ja. Heute nicht mehr. Heute nicht mehr, aber normalerweise. Doch, da ist er doch. Wollte gerade sagen, da ist eine Daily. Hallo. Und die Daily möchte von mir, dass ich diese Geiselsteine sammle. Perfekt. Die haben wir noch nicht ganz. Mist, ein Geiselstein fehlt uns noch, aber den, da bin ich mir ziemlich sicher, werden wir jetzt dann gleich wieder finden. So, wo sind denn die? Ach, da vorne sind die. Alles klar.
Aha. Der Fitzix-Springbolz. Na, das ist auch kein Problem für jemanden wie mich. Schaffe ich doch locker. Also er sagt, das ist sehr gut bewacht und man soll vorsichtig sein, aber brauchen wir nicht. Das machen wir easy. So, und was finden wir hier? Mal schauen. Ah, wer ist hier? Das ist Binky. Binky Klargang. Und das sieht doch sehr verlassen aus, irgendwie. Doch mal eine einzige Person da. So, jetzt müssen wir wieder zurück. Also, auch hier. Sofort darüber. Wir müssen sofort darüber. Ich hab's gesehen. Ein lilanes Köpfchen. Novos, der Beschwörer, ist da. Das ist einer dieser wunderschönen Bosse von früher. Wenn ich das richtig noch verstanden habe, die hier ab und zu von Zeit zu Zeit auftauchen, müssen sofort dahin. Ich hoffe, das ist so ein Weltboss. Also einer, der was aushält, nicht, dass ich jetzt da hinfliege und der wäre dann weg. Das wäre doch ein bisschen schade. Hoffen wir mal, dass der... Aber schau mal, nicht nur ich habe ihn entdeckt, auch hier die Nachtelfe da unten rechts fliegt da in die... Okay, dreht doch ab. Hat meine übermäßige Präsenz gespürt. Sie dachte, nö, mit dem lege ich mich nicht an. Nee, Spaß. Alles Spaß. Oder doch nicht. Oh, da vorne muss das sein. Novos, der Beschwörer. Ja, ein paar andere sind auch schon unterwegs. Ah, ein anderer Nachtelf ist unterwegs hier. So, wo ist er denn? Oh. Ja, das ist ja eine ganz schöne Versammlung hier. Er hält was aus und ich bin echt rechtzeitig. Wow, Wahnsinn. Wahnsinn. Schau mal hier. Welch ein Empfang. Also wer kann schon von sich behaupten, so einen Empfang zu bekommen? Das ist ja der Wahnsinn. So, ich hoffe echt, ich bin noch gut zu hören, wenn die hier alle da rumfeuern. Ich muss mir echt im Nachgang mal anhören, weil ich habe halt, wie gesagt, erst einmal die Umgebungslautstärke so ein bisschen hochgezogen. Ich glaube, das merkt man. Ich hoffe, dass man mich trotzdem recht gut hört. Vielleicht könnt ihr da im Chat auch einfach ein bisschen Feedback geben. Wäre auch ganz nett, wenn ihr wollt. Ansonsten höre ich mir das einfach mal im Nachgang so ein bisschen an. Gut, ist ja jetzt nicht so, dass jetzt was mega krasses passieren würde. Aber jetzt haben wir ihn besiegt da. Alle stürzen sie auf ihn drauf. Und was kriegen wir? Pechschwarze Geiselsteine. Also es gibt nicht nur... Hey Leute! Ah, die vorbei oder was? Das ist geil, wie die jetzt hier alle abhauen, alle heben sie ab, zack, 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 weg sind sie plötzlich alle. Echt geil, echt geil. Okay, also danke fürs Bescheidgeben noch, dass da der Boss aufgetaucht ist. Hat sich aber gerade ganz gut gedeckt eigentlich, weil ich genau in dem Moment die Karte aufgemacht habe, also das war sehr, sehr gut. Okay, ja, der kleine Hinweis, das vielleicht ein bisschen leiser zu machen, ja, das können wir gerne. Gar kein Ding. Und das... So wieder. Schauen wir mal, ob das besser ist. Dann sind wir fast wieder auf dem Ursprung zurück. Glaube ich zumindest. Aber ja, das ist absolut in Ordnung. Davor hat sich auch keiner beschwert, dass er die Vögel nicht hat zwitschern hören. Dann wird das, denke ich, schon so passen. Ah, schauen wir da unten. Sammelt verdunkelte oder pechschwarze Geiselsteine. Haben wir jetzt da mehrere Quests? Ich dachte... Ah, das ist die Daily, dass wir das sammeln müssen. Wir müssen nicht 5 Steine sammeln, sondern einfach nur, bis wir da 100% haben. Und der Hinweis, in 18 Minuten kommt der nächste Boss. Also wir werden heute, glaube ich, einige Bosse da fertig machen. Je nachdem, wie lange wir hier so beschäftigt sind. Aber jetzt, da kommen sie wieder alle wieder. Ja, genau. Jetzt habt ihr hier wieder Aufgaben zu tun, ne? Die nächste Belobigung. Oh, was ist denn das? Kreuzfahrerin Renn hier wird euch bei euren nächsten Vorhaben unterstützen. Errichtet einen Stützpunkt auf dem Eisenbollwerk in Eiskrone. Zur Belohnung bekommen wir Zugang zu täglichen Quests in der Eiskrone. Oh, okay. Das musst du mir nicht zweimal sagen. Bin ich gleich dabei.
Müssen nämlich ganz, ganz viele Belobigungen sammeln übrigens, ne, für dieses Haustier. Ich glaube, das Haustier selber, können wir eigentlich mal schauen, das ist gar nicht mal so billig, also beziehungsweise da brauchst du ganz viele Belobigungen dafür. Weiß gar nicht, wo man die eintauschen kann. Wer von euch ist denn derjenige welche? Hallo? Hier der Rüstmeister, genau, schau mal. Mal reinschauen. Wir kriegen hier einen anti-apokalyptischen Besen. Läutert einen Bereich von der Seuche der Geise und verhindert die Ausbreitung der Infektion. Den hier hätte ich gerne, den eitrigen Spuk. Oh, der ist ganz schön billig. Das ist ganz schön billig. Wie viel haben wir denn da schon? 12 Stück brauchen wir noch. Also den hätte ich ganz gerne und dann können wir uns hier schön einkleiden mit neuer Rüstung. Und schauen wir mal, wie das ausschaut, wenn wir das mal alles eingelegt haben. Könnten wir so aussehen. War es auch gar nicht mal so schlecht. Warte mal. Wenn wir jetzt hier die Stangenwaffe mal hernehmen. Ja, kann man schon machen, aber ich gebe ungern meine Stangenwaffe her. Die war schon cool. Meine Faustwaffe, meine ich. Natürlich. Ja, schauen wir mal. Aber da werden wir eh noch ganz, ganz viel dann farmen müssen. Ihr habt es ja gerade gesehen, jedes Rüstungsteil sind 15 Agentum-Belobigungen. Jetzt haben wir hier 1, 2, also wir brauchen über 100 Agentum-Belobigungen, um hier wirklich die komplette Rüstung zusammenzukriegen. Aber wie gesagt, mein Hauptfokus liegt erstmal auf dem Haustier. Dann, ja, nehmen wir doch einfach gerne noch den Besen mit. Warum nicht? Wird ja schon cool, ne? Eigentlich so einen anti-apokalyptischen Besen hat nicht jeder. Das wäre in der Tat gar nicht mal so schlecht. So. Also, jetzt hier erstmal einen Stützpunkt errichten. Da bin ich auch mal gespannt auf die Daily Quests. Vielleicht brauchen wir für die Daily Quests dann plötzlich auch diesen Besen. So, das hier oben. Oh, ich höre den Kater schon wieder jammern. So. Ja. Okay, hier ist richtig was los. Halt, stopp. Ist doch nur ein Knochengerüst. Kann doch gar kein Problem sein. Jetzt ja. Weg mit ihm. Sehr schön. Die Justiziarin wird erfreut sein. Das glaube ich auch. Von unserem Erfolg berichten. Ah, das ist schon fertig, der Stützpunkt. Okay, es ging aber schnell. Das ging aber schnell. Ah ja, stimmt, hier haben wir noch ein paar Ausgrabungsplätze. Gucken wir auch mal. Also, ich habe noch genügend Aufgaben, glaube ich. Und wenn wir eh schon mal hier sind, dann können wir eigentlich nochmal gucken, wie wir an diese Währung kommen. Damit wir uns hier das ein oder andere Reittier besorgen können von dem Agentum-Kreuzzug. Ich glaube, die haben auch hier schon mal den Knappen, den haben wir noch gar nicht. Und hier der eitrige Spuk. Den können wir hier eben jetzt erwerben. Ich weiß gar nicht, wie lange das Event geht. Weiß das einer von euch, wie lange das Event jetzt überhaupt geht? Ist das jetzt nur bis zum Shadowlands Event? Release meine ich. Aber ich glaube, ja, muss ja fast, ne? Macht ja sonst keinen Sinn. So, jetzt habe ich hier den Stützpunkt aufgebaut, aber irgendwie dreht sich jetzt doch wieder alles hier. Okay. Was muss man hier machen? Platziert die Bomben an den nördlichen, östlichen und westlichen Stellen des Bombardements. Entfernt 12 klapprige Arbeiter aus dem Gebiet. Klapprige Arbeiter, alles klar. Und tötet 4 Wurm-Wiedererwecker und 12 Frostbrutwelpen bei Sintragosas Sturz. Ja, machen wir.
Übrigens, die haben den vorhin tatsächlich auch beim Vornamen genannt und der heißt Nathanos. Also, nachdem ich ja vorhin so viele verschiedene Wortkreationen ausgespuckt habe, Nathanos haben die den genannt, also versuchen wir mal auch dabei zu bleiben. So, jetzt müssen wir ja einfach nur töten. Ja, okay. Sollte kein Problem sein. Überirdisch oder unterirdisch? Das ist natürlich eine spannende Frage. Was können wir denn hier machen eigentlich? Nee, kann es sein, dass wir da unterirdisch irgendwo rein müssen? Schauen wir mal. Nö, aber hier ist ein Necrolord. Da haben die ganzen Welpen. Oh, du Blödmann. Ja, mach die ruhig kaputt. Kannst du haben. Schenke ich dir. Ciao. Der hat den mega gemobst. Und das Tolle ist. Nee, jetzt doch nicht mehr. Die waren erst auf mich getriggert. Jetzt sind sie aber weg. Nö, ich spiele nicht mehr mit euch. Ihr wolltet ja nicht. Wollte das mit ihm zusammen machen, verstehst du? Und dann macht er einfach sowas. Sehr gemein. Aber jetzt habe ich noch nicht ganz verstanden. Ah, schau mal, doch da, die beleben den jetzt da vorne wieder. Jetzt da. Wieder muss man einfach besiegen. Das hat mir wahrscheinlich einfach der Druide verkauft. Also es sind schon sehr viele Druiden irgendwie unterwegs. Oder kommt mir das so vor? Sehr viele Druiden und Todesritter. Das sind jetzt echt ein paar. Ja, genau. Kommt alle her. Hätte Party. Bei ihm zu Hause hier. Bei ihm. Seine Party, ich meine. Ah, die halten aber auch was aus hier. Schlimm. Ja, nee, jetzt brauchst du da auch nicht mehr mitmachen, ja? Lass mich raten, für den hat das jetzt wahrscheinlich sogar gezählt. Oh shit, das sind aber. Ich bin nicht mehr so alleine, wie ich dachte. Toll, ich muss da 12 von diesen Welpen fertig machen, oder? So, hier, ihr kommt auch noch vorbei. Jawohl. Ah, das waren noch Zeiten, wo man sich früher echt um jeden Mob hat prügeln müssen. Denn, so wie heute, dass mehrere auf einem Mob rumprügeln können und das dann tatsächlich auch für alle gilt, das war früher nicht so. Früher war der Mob dann eigentlich meistens sofort reserviert und dann konnte der andere da so viel draufprügeln, wie er wollte. Er hat weder den Loot noch den Questfortschritt bekommen. Ist jetzt heute ein bisschen anders da und besser geworden, weil es war früher echt nervig, weil vor allen Dingen gab es dann auch viele, viele Camper tatsächlich, die dann einfach nur darauf gewartet haben, dass da einer vorbeikommt, um eine Quest zu machen und haben dann halt schnell alles platt gemacht, nur um die Leute dann so ein bisschen dran zu hindern, vorwärts zu kommen. Ja, muss es auch geben, solche Leute scheinbar. Lieber wäre es mir, wenn es solche Leute nicht gäbe, aber ja, gab es ja früher und den hat man halt so ein bisschen eine Riege vorgeschoben. Aber natürlich kann sowas trotzdem passieren. Oh, jetzt habe ich gerade irgendwelche Geräusche vernommen, die mich jetzt etwas irritiert haben. Ich glaube aber, das war der Drache, oder? Warte, da muss ich jetzt nochmal gucken. Das war mir jetzt ein sehr irritiertes Geräusch. Vielleicht war das ja der Drache, der umgefallen ist, der so ein komisches Geräusch gemacht hat. Oder habt ihr das auch gehört? Nö, ne? Ich hoffe nicht. Nee, okay, das war der Drache. Weil da mehrere Drachen umgefallen sind. Nee, hab alles gelootet, aber trotzdem danke für den Hinweis. Ah, das war immer nervös, wenn ich Sachen höre, die nicht so erwartet, dass ich sie hören sollte. Okay, es hört sich falsch an, aber. So, hier unten, da geht auch schon die Party ab. Was müssen wir denn hier machen? Ah ja, stimmt, wir müssen da so ein paar Bomben platzieren. So, jetzt spielen wir natürlich wieder
Dann spielen wir natürlich wieder den Druidenbonus aus. Aber warte mal, wobei, ich muss ja hier Platz machen. Ich muss ja Platz machen sogar. Aber der Hundling da, der hat ja gerade gewartet, dass die Leute das ihm wegtriggern hier. So, also das haben wir fertig. Ich muss 12 von diesen Skeletten da auch noch platt machen, also von dem her schon ganz gut. Aber hier genau da, ne? Also da grau reserviert bedeutet, wir können da so viel drauf haben, wie wir wollen. Es bringt uns leider nichts. So, da unten ist auch nichts los, dann machen wir das noch rasch und dann farmen wir die Skelette ab. Mensch, ihr habt schon lange nicht mehr so viele auf einen Haufen gesehen. Das ist echt schon sehr, sehr lange her. So, irgendwer hat hier gerade ein Achievement gemacht. Haustier-Raufbeute. Muss ich gerne mal gucken, was das für einer ist. Das würde mich da interessieren. Dann können wir mal schauen. Haustier-Raufbeute. Ah. Gewinnt über Kampfwenden 10 PvP Haustierkämpfe mit einer vollständigen Gruppe mechanischer Haustiere. Oh mein Gott. Oh ja, ja, da müssen wir mal ganz schön viel machen, damit wir hier diese ganzen Okay. Kann es sein, dass hier demnächst der nächste Boss auftaucht? Hier hat sich ja jetzt alles versammelt. Ja, ich glaube, hier taucht demnächst ein Boss auf. Sonst wäre das da sehr unlogisch, dass da so viele Flieger sind am Himmel. Da haben. Hey! Hier schon wieder. Bin mal gespannt, wer hier auftaucht. Schade, dass es hier keinen Erfolg gibt dafür, dass man wirklich die ganzen Bosse dann auch hier wirklich aktiv abfarmt. Und ja, also das wäre ganz cool, wenn es hier mehr Erfolge gibt. Es gibt sowieso gefühlt 100.000 Erfolge. Also so viel ist es nicht. Es sind nur 3.649. Davon habe ich schon 1.230 gemacht. Allein 30 eben jetzt letzte Woche, da waren wir sehr fleißig zugange. Aber trotzdem, das ist schon ein bisschen krass. Da könnte man echt noch ein paar mehr Erfolge draus machen. Das ist echt cool. Vor allen Dingen würde das den einen oder anderen doch motivieren, früher zurückzukehren zu WoW und nicht erst wirklich noch 2 Wochen zu warten. Ah, ich glaube echt, dass da der nächste Boss auftaucht. Die warten da alle schon so verdächtig. Das ist übrigens ein mega geiles Reittier hier, der blaue da. So ein Hydraxianer, das muss ich auch noch haben. Dieses Reittier. So. Ah, jetzt. Oh, schon wieder helfe ich. Gibt's doch nicht. Ständig helfe ich der Allianz und verteidige sie heute. Also irgendwie ist heute der Wurm drin. Mit dieser Allianz. So, lohnt es sich noch zurückzugehen? Ich weiß gar nicht, 18 Minuten? Geil. Oder taucht er jetzt zum Auf? Kann jetzt knapp werden. Wisst ihr das? Ich habe nämlich keine Ahnung, wann geschrieben worden ist vor 18 Minuten. Ich muss zuerst das anvisieren. Nachdem es jetzt immer mehr werden, werde ich jetzt hier, glaube ich, auch. Aber hey, warte mal. Ich kann das auch. Ich warte jetzt hier mal. Ah, schauen wir mal, vielleicht finde ich sogar ein paar aus der Gilde wieder. Die farmen das hier. Oh, das ist mal ein geiles Reittier. Der schaut mal cool aus. Was ist denn das? Der ewige Zeithäscher. Wie kommt man denn an den ran? Ewiger. Ups, ewiger Zeithäscher. Zeitwanderungs-Dungeons. Oh, da schaut nämlich mega cool aus. Die habe ich noch gar nicht gemacht, groß die Zeitwanderungsdinger, ne? So, aber jetzt schauen wir mal, ob ich hier ein paar aus der Gilde treffe, weil ich glaube, die sind nämlich ja auch alle irgendwie so ein bisschen unterwegs. Schauen wir mal, ob ich sie nur an den Reittieren erkennen kann. Das ist so geil, wie der da rumschwebt mit seinem blauen Ding.
So. Oh, geile Spinne. Die ist cool. Ich habe auch noch einen Jäger, den müsste ich jetzt eigentlich auch irgendwann mal auspacken und mit dem mal ein bisschen was machen. Hm. Das ist doch verdächtig. Ah, da ist er, da ist er. Das sind zwei. Das sind sie. Ja, da ist er. Trollgrind. Okay. Ja, worauf wartest du denn? Schau mal, alles wartet nur auf dich. Ein gebührender Anfang. Schau, da kommt sogar noch eine Spinne. Und ein Roboter kommt noch vorbei. Oh, das ist ein schönes Haus. Was sind das? Fuchsfamilie. Muss man auch gleich gucken, wo der herkommt. Ja. Guck mal, da kommen immer mehr. Alle warten auf dich. Krass. Ich habe schon lange nicht mehr so viele Spieler auf einem Haufen gesehen. Das ist echt krass. Trollgrind. Kann man überlegen, wo der eigentlich herkommen könnte. Müsste er eigentlich entweder... Naja, BFA ist zu neu. Ich glaube nicht, dass der aus BFA ist. Der ist wahrscheinlich eher aus Cataclysm. Ich glaube, Cataclysm war das mit Zul Aman und so, ne? So, jetzt gucken wir, das dauert ja hier eh gerade noch. Ach nee, ja, Zul Aman. Ja, aber das ist es nicht. Wir brauchen ja Raid-Bosse. Das ist übrigens ein geiler Boss gewesen mit Halazzi. Also vom Design her sieht einfach mega cool aus. Jetzt, Attacke, schnell! Ja, der kriegt ganz schön auf die Nuss hier. Wer ist denn das? Oha! Ja. Also, okay, du hast gewonnen. Du bist der Größte von allen. So, was hat denn der da hier? Schaden um 200% erhöht. Da gar kein Thema für mich. Ah, warte. Ach, warte mal, das sind, glaube ich, ist das Umgebungsgeräusche hier? Was man damit einstellt, ich weiß gar nicht, muss man nachgucken. So, da ist er umgefallen und hat für uns nochmal ein paar Geiselsteine dabei. Sehr schön, jetzt sind wir bei 40%. Und jetzt wird es wahrscheinlich wieder 20 Minuten dauern bis zum nächsten. Das war jetzt halt echt lucky, dass genau hier an dieser Stelle der Boss beschworen worden ist. War jetzt echt ganz cool. Müssen wir jetzt gucken. 16 Minuten, also wahrscheinlich alle 20 Minuten taucht einer auf. Das heißt, der nächste würde jetzt hier um 20 vor 10 auftauchen. Aber ich überlege gerade, wo der her sein könnte. Trollgrind. Kann man die suchen vielleicht auch? Trollgrind, ja schau mal, kann man suchen. Feste Draktaron. Ah, schau mal, und da ist auch Novus der Beschwörer für feste Draktaron. Wo war denn die? Muss man gerne mal schauen. War die... Ah, die war Pandaria, glaube ich. Die feste Draktaron war dann wahrscheinlich Pandaria. Denn, interessanterweise, ich war... Also wir waren letztens mit der Gilde weiter unterwegs. Waren wir in Pandaria im Donnerthron, hieß es, glaube ich. Und da sehe ich lauter Zandalari-Trolle, also die haben auch überall gesagt, Zandalari hier, Zandalari dort, also ganz interessant, wie da tatsächlich sich der Kreis wieder schließt so ein bisschen. So, und das war's jetzt, oder was? Ach komm, echt jetzt? Ist ja ein bisschen traurig, wenn das jetzt wirklich alles war. Das wäre echt wenig. Ich dachte, man kann mehr machen jetzt mit dem Event. Wäre echt traurig.
Kampfhaustierzimmer, Kalimdor, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Jetzt bin ich doch ein bisschen enttäuscht. So ein kleines bisschen bin ich enttäuscht. Ich dachte, wir können hier mehr machen. Und das andere hier, seltsame Runensteine, das ist ja auch nur eine Quest, auch nur eine Daily. Und dafür müsste ich jetzt halt hier da die ganzen Eisenknochen-Nager so ein bisschen abfarmen. Könnte ich machen. Aber nachdem es der Daily ist, kann ich mir das Leben auch ein bisschen einfacher machen. Wahrscheinlich, indem ich hier einfach ganz wild nur diese Bosse abfarme, die da so alle 20 Minuten kommen. Schauen wir mal. Wir könnten... Ne, zu der Allianz wollen wir nicht. Das ist das falsche Zelt. Wir gehen mal darüber. Oh, was denn hier? Was ist denn hier? Wir haben hier... Rüstungshändler der Triumphatoren. Ah, schau mal, da kann ich mal ein ganzes Set wieder kaufen. Das ist ja cool. Runen, Totems, Gewandung der Eroberung. Das ist immer alles dasselbe, nur halt in verschiedenen Ausprägungen. Das eine ist die Schlachtrüstung, das andere ist das Ornat und das andere ist das Gewand. Ja. Nice, das kaufen wir einfach ein hier. Dann hätten wir ein Set zusammen. Aber es ist kein Set, glaube ich, dass das hier aufgelistet werden würde. Also das taucht hier nicht auf, glaube ich, dieses Set. Aber warte mal, wie hieß das jetzt hier nochmal? Bedeckung der Eroberung. Bedeckung der Eroberung. So, da haben wir das Ding. Das weiß ich nur nicht. Das ist auf nicht gesammelt eingestellt. Wenn ich das jetzt auf gesammelt mache, taucht es nicht auf. Okay, ne, kaufen wir einfach ein. Ist ja billig. Wir haben ja Geld. Schau mal hier, ich habe ja knapp wie 64.000 Gold. Können wir hier ruhig mal einkaufen gehen. Und zwar machen wir die Schlachtrüstung, okay? Schlachtrüstung und die Schlachtrüstung. Perfekt, haben wir da jetzt... Oh, noch nicht mal für alle. Schau mal hier, die Beinschützer. Da gibt es keine Vorlagen. Sehr schade. So, was haben wir hier? Das ist dasselbe... In besser, dafür brauchen wir Trophäen des Kreuzzuges. Habe ich da nicht schon eine? Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube nicht. Okay, also das ist dasselbe, nur in besser. Brauchen wir quasi das alte Set. Und dann noch... Oder nee, brauchen wir gar nicht das alte Set, ne? Nee, das ist tatsächlich nochmal eine andere Vorlage, die wir noch nicht haben. Okay. Was haben wir hier? So, genau. Hier Ornat des großen Bezwingers. Und da habe ich jetzt hier, glaube ich, im Moment noch gar nichts. Und dann, was ist das hier? Ach, Silber. Kugel des Kreuzfahrers. Brauchen wir nicht. Aber hier, da können wir noch ein bisschen einkaufen gehen, so ein paar Vorlagen. Also ich bin jetzt eigentlich nicht so scharf drauf, wirklich meine Vorlagen zu vervollständigen, aber das gibt es ja hier quasi geschenkt, wenn man das so will, ne? Hier, Season 6. Drachen, Lederhandschuhe des wütenden Gladiators. Haben wir noch nicht gesammelt. Ah, das ist auch noch spottbillig. Oh, Wahnsinn. Krass, schau mal, kann man sie ja voll einkaufen. So, Wahnsinn. Und dann kann ich das natürlich später wieder alles verkaufen, glaube ich, zu einem natürlich deutlich reduzierteren Preis, aber ich kann es kaufen. So, und wenn wir jetzt in die Sets reingehen, haben wir auf einmal fast zwei komplette Sets fertig. Einmal die Season 6. Da fehlen mir jetzt noch
Die Armschienen? Warum sind die nicht dabei? Die kann ich dann wahrscheinlich woanders kaufen. Ah, das ist ja cool. So schaut das aus. Und das ist dieses Set hier. Da brauche ich, wie gesagt, hier auch noch zwei Sachen. Bossbeute oder Beruf. Und das hier Bossbeute. Also müsste man fast nochmal reinlaufen. 10er heroisch. Damit wir hier dieses Set vervollständigen können. Also das ist ja ganz cool. So. Eigentlich wollte ich aber hier reinschauen. So. Hier können wir nämlich auch wunderbar einkaufen. Rüstmeister der Sonnenherrscher. So, und da brauchen wir... Entschuldigung, ich verwende jetzt gerade etwas zu inflationär das Wort so. Hier brauchen wir diese Marken, um verschiedene Reittiere zu kaufen und natürlich auch Haustiere. Der schimmernde Würmling, den habe ich noch nicht. Der sieht so aus. Oder man kann natürlich, was ist das andere, den Drachenfalken. Den habe ich doch aber schon, oder nicht? Habe ich doch schon. Sonnenhäscher. Doch, schau mal, den habe ich schon. Den Drachenfalken der Sonnenhäscher. Ja, perfekt. Den habe ich schon. Mir fehlt der Falkenschreiter. Den werden wir uns noch holen. Und natürlich das Haustier. Aber ich habe jetzt 102 Marken. Oh Mist, da muss ich mir jetzt entscheiden, was ich da kaufe. Das Haustier oder das Reittier. Okay, warte mal. Wir gucken, was wir hier noch machen können. Wir haben hier noch die Sonnenhäscher. Ah, schau mal, da kommen wir das Ganze dann hier erwerben. Die ganzen Siegel. Müsste ich mich nochmal mit denen ein bisschen auseinandersetzen. Warte mal, lass uns doch hier kurz mal niedrigstufige Quests einblenden, dass wir das mal sehen. Das sind nämlich alles so Dailies, die wir da machen können. Und dann haben wir hier noch die ganzen Rüstmeister, Silbermond, Unterstadt und und. Und auch hier gibt es wieder bestimmte Sachen zu kaufen. Das war zum Beispiel immer ganz gut, ihr konntest den Ruf kaufen. Nochmal verzauberten Besen, auch ein Haustier, das ich nicht habe. Den Hypogreifen, den habe ich aber. Das verstehe ich gar nicht, warum das nicht so angezeigt wird, dass ich das habe. Wahrscheinlich wollen sie einen dazu verleiten, Geld auszugeben. Aber wobei, da steht es, bereits bekannt. Dieses Haustier ist bereits bekannt. Beim Agentum Hypogreifen steht das wahrscheinlich wieder nicht dran. Ah ja, gut, den habe ich auch nicht. Den habe ich nicht. Den wollte ich haben. 150. Unterstadt. Was habt ihr zu bieten? Auch hier Fledermäuschen aus Tirisfall. Also wir brauchen ganz, 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 ganz viel hier von diesen Reittieren. Mist. Ich muss das Zeug noch ordentlich farmen. Auch hier wieder der Agentum Hypogryph. Der schaut halt schon gut aus, ne? Der würde zu uns passen. Was gibt es bei Orgrimmar? Natürlich den Wolf und dann einen Skorpion. Also das sind, glaube ich, noch die wesentlichsten Unterschiede jetzt hier. Einfach nur noch Haustier und Reittier. Den Kolo und das Küken aus Mulgur. Raptor der Dunkelspeere und den Fetisch. Ja, und die Spielzeuge natürlich. Ja, und das war's. Also das alles können wir hier freischalten. Machen wir mal. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. In 10 Minuten kommt der nächste Boss. Dann lass uns doch hier rasch mal ein bisschen farmen. Also wir sind ja jetzt nicht nur hier, um rasch das Event abzukörpern. Nein, wir wollen ja auch so ein bisschen noch was zusammensammeln. Und ja, im Chat wird es auch gerade schon erwähnt. Das dauert alles eine Weile, bis man das zusammengefarmt hat. Weil diese Marken, du kriegst halt immer nur eine Marke. Und das waren jetzt 3 Quests. Also ihr könnt es auch immer selber ausmalen, wie lange das jetzt dauert, das hier zusammenzufarmen. Wobei ich dachte eigentlich, war meine Meinung, es gäbe noch ein paar mehr Dailies. Aber wahrscheinlich aufgrund des Events ist das nicht möglich. Normalerweise sind nämlich hier noch ein paar andere, die eine Daily Quest geben. Also aktuell ist das sogar noch komplizierter geworden, diese Marken zu farmen. Da müssen wir mal zum späteren Zeitpunkt zurückkehren. Das, wenn ich mal früher gewusst hätte. Also 3 Marken am Tag. Wir brauchen 40 Marken für ein so ein Haustier. Könnt ihr euch mal selber ausmalen, wie lange. Also bis halt 35 Tage mal nur damit beschäftigt.
Na, 34 Tage. 34 Tage beschäftigt für ein Haustier. Nein, nicht 34 Tage. Entschuldigung. Mann. Nein, 10, 13 Tage. So, 13 Tage bist du beschäftigt, um hier 40 Marken zusammenzufarmen im Moment. Das ist schon sehr heftig. Okay. Hero, Raid und Inni. Gibt's angeblich auch noch Marken. Wenn ich es richtig verstanden habe. Aber wie gesagt, im Moment gibt es nicht viele Quests dazu. Das liegt wohl sehr stark am Event selber. So, was gibt's hier? Fleisch eines Nordmeerhais. Muss ich da mal wieder Erschöpfung? Die nicht. Sehr schön. Ah, da muss ich wahrscheinlich tief tauchen. Was müssen wir denn hier machen? Der Serke, der Qualdir getötet. Und den Harpunier auch. Was sollten wir easy machen? Was ist denn mit dir eigentlich? Nordmeerkraken. Dich müsste ich doch eigentlich auch easy kaputt machen können. Komm mal her. Hey, jetzt ist er weg. Das ist einfach abgehauen. Die Matrose der Schaumkrone. Kann ich gar nicht angreifen. Das ist ja wieder Allianz, oder? Ah, jetzt helfe ich der Allianz schon wieder? Ne, doch nicht. Jetzt kann ich die Allianz kaputt machen. Haha. Ich hoffe nur, dass ich jetzt da keinen Alarm auslöse. Nicht, dass jetzt plötzlich die ganze Allianz hier vorbeigeflogen kommt. Normalerweise ist es ja so, wenn du dann irgendwie ein Gebiet angreifst, dann gibt es eine große Meldung, dass die Allianz das Eschental angreift oder sowas. Ich hoffe, das bleibt jetzt hier aus. So. Danke fürs Gespräch. So, ich wollte fliegen. So hoffe ich jetzt, dass nicht jetzt auf einmal einer ums Eck kommt. Der allgemein. So, lassen wir mal wegfliegen hier. Ich glaube da vorne, genau, die müssen wir hier auch noch ein bisschen platt machen. Oder? Ne, die nicht, sondern da drüben. Und das ist jetzt, glaube ich, unser Schiff, oder? Das dürfte doch das Schiff der Horde sein, hoffe ich doch inständig. Jawohl, die Feuerfalken, die gehören zu uns. Sehr schön. Aber, wo gibt es denn jetzt die Harpuniere? Das war einer. Oder sind wir fertig? Ja, wir sind fertig hier, okay. Auch hier, warte mal. So, lass mich doch fliegen. Jawohl, so, jetzt ja geflogen. So, Moment, mir wurde eine Kartenmarkierung geschickt. Hier, da soll der nächste Boss auftauchen. In, ah, jetzt sind es wahrscheinlich noch, oh. Ist ja gleich. Das dürfte gleich sein. Warte mal, wir machen uns auf den Weg dahin. Weil wir brauchen auch eine Weile, bis wir da sind. Ah, okay. Ich habe gerade im Chat geschrieben, wenn man alle Quests freigeschaltet hat, die habe ich tatsächlich, bekommt man am Tag 17 Marken. Das ist gut zu wissen, aber hier auch nochmal, wie gesagt, aktuell, ich glaube aufgrund des Events ist das aktuell nicht möglich, denn normalerweise hier in dem Häuslein, in dem Zettel da drüben, müsste man auch noch Dailies annehmen können, aber das ist im Moment nicht möglich. Bisschen schade, aber okay. Die Arbeit, die soll mir ja sowieso nicht so schnell ausgehen. Naja, schade. Gut, wir haben ja eh. Können wir doch mal reinschauen. Wildtiere, keine Ahnung, wie viele es gibt. Naja, ihr könnt bis zu 1000 Haustiere insgesamt und jedes Haustier bis zu 3-mal besitzen. Das ist ja nett. Was ist, wenn ihr 1000 und ein Haustier bringt? Das werden sie aber definitiv nur einer, bin ich mir ziemlich sicher. Oh, der ist ja süß. Den kriegst du aber, glaube ich, ja, das ist Promotion, bekommst du also nur, wenn du die Epic Edition kaufst von Shadowlands. So, jawohl, hier, da warten sie schon alles. Und bin mal gespannt, wer hier auftaucht. Danke übrigens für die Kartenmarkierung. Schau mal, die sind sogar noch eine Herausforderung wert. Perfekt. Oh.
Oh, was ist denn das für ein Achievement? Wir können mal schauen. Hat eine Energie gerade gemacht. Moment, hier. Heute trägt man Nachtgeboren. Habe ich den schon? Nee. Sammelt ein beliebiges Klassenrüstungsset aus der Nachtfestung. Oh, gratuliere. Das ist ja cool. Ah, da ist er ja auch schon. Wer bist du denn jetzt? Kritier der Torwächter. Das könnte... Ah, wie hieß denn das? Warte mal. Ah, wobei, ich glaube, da gab es gar kein Raid dazu, oder? Aber da müssen wir auch hin. Die sind ja auch noch ein Achievement und da gibt es auch ein Reittier. Oh, da müssen wir hin. Da gehen wir heute noch rein. Das ist nämlich auch noch ein Achievement. Kann man das sowieso sammeln und natürlich auch hier. Oh wow, die haben echt viel im Angebot hier. Nicht schlecht. Wer hat denn das Haustier von euch? Alle vier haben eine Chance auf dieses Haustier. Geil. Aber was wollte ich jetzt eigentlich gucken? Mist, hier hab ich ja vergessen. Ah ja, genau. Kriegt hier, wo der eigentlich herkommt. Was ist hier? Quick. Natürlich doof. Warum ist anders? Der Torwächter. So. Wo kommst du her? Azol Nero. Ja, ich wusste, dass es dort ist. Mir ist immer nur Anubarak eingefallen. Aber Azol Nero ist doch kein Raid, sondern Azol Nero müsste... Wo ist denn das? Das müsste eigentlich... Alles hier? Nein. Wo war denn Azol Nero? Glaube ich, meines Wissens nach ein Dungeon gewesen. Aber meinst du, ich finde den jetzt hier? Doch, da ist er doch. Da, hier, genau. Ja, das ist ein Dungeon. Also doch nicht alles Raid-Bosse, sondern durchaus auch Dungeon-Bosse. So, warte mal. Ich glaube, ich muss jetzt das doch ein bisschen leiser machen. Das sind hier die Sounds. Ne, okay, die würde ich dann doch gerne lassen, weil ich höre mich selber dann schon gerne schießen. Und das hier jedes Mal jetzt hoch und runter zu schrauben, das mag ich dann doch nicht. Gehen wir dann doch einfach lieber ein bisschen auf Distanz und zaubern einen Wirbelsturm. Oder Mondfeuer. Ganz viel Mondfeuer. Mondfeuer. Ja, bin ich mal gespannt. Eigentlich als Druide muss ich ja fast schon auf Seiten von Tyrande irgendwie sein, ne? Die Tyrande ist doch recht hohes Ansehen, glaube ich. Oh, schau mal, was ich da Schönes gefunden habe. Eine Brust haben wir gefunden. Geil. So, sehr schön. Ah, das war mal erfolgreich hier. Und wir können auch hier nochmal eine Daily abgeben. Sehr schön, wir müssen aber sowieso in die Richtung. Dann gehen wir mal darüber. Die Markierung kann ich ja wieder löschen. Ja, kann ich wieder löschen. Perfekt. Also danke nochmal. Und dann gucken wir mal, was ich da Schönes bekommen habe. Huschende Gewänder. So, und jetzt schaut euch einfach mal die Unterschiede an. Rüstung geht noch, aber 11 Ausdauer, 28 Tempo dazu und 18 Meisterschaft. Beweglichkeit geht ein bisschen runter. Ist okay, wie gesagt, die Ausdauer, das ist schon ganz, ganz gut eigentlich. Ist sofort sehengebunden, also könnte ich auch gleich mal anziehen. Schauen wir erstmal, wie das aussieht. Wir wollen ja hier... Aha, so, schau mal, das ist schön rot. Wenn wir das jetzt anziehen... Nicht so schön. Okay, also müssen wir transmogrifizieren. Das packe ich hier auch mal auf die Seite. So, was müssen wir hier machen eigentlich? Ah, wir müssen hier, glaube ich, irgendwie freilassen, oder? Hol den tollkühnen Gerettet. Wo ist denn der? Den dunklen Zelot. Warum seid denn ihr eigentlich so stark?
Das ist doch... Oder kann ich die Quest jetzt auch wieder nicht machen? Wegen des Events? Hier sind jetzt lauter Level 50er. Das ist eigentlich nicht normal. Der sollte ja... Warte mal, vielleicht stehe ich auch falsch. Vielleicht ist der da unten. Aber eigentlich ist hier der Käfig. Der müsste also eigentlich hier drin sein. So kenne ich das eigentlich auch. Gold. Ja, ich befürchte, aufgrund des Events ist auch diese Quest nicht machbar. Also ist ja gemein. Weil hier soll ich nämlich auch gefangene Streiter befreien und ich habe hier keine gefangenen Streiter. Also entweder... Ja, wahrscheinlich muss ich zusehen, dass ich in so eine andere Phase komme. Ich kann ja hier facen. Das ist jetzt einfach mal so ein cooles Wort. Da kannst du ja quasi von Nordend alt ins neue Nordend wenden, wechseln und andersrum. Ich glaube, das muss ich hier irgendwie machen. Bin ärgerlich jetzt, aber okay. Ja, was ist denn jetzt hier? Ich habe doch, warte mal, ich muss gerade noch was angucken. Komisch. Also, ich habe doch jetzt gerade so eine Daily fertig gemacht. Aber die wird mir hier nicht mehr angezeigt. Die Flut des Todes hier sammelt. Sammelt verdunkelte und pechschwarze Geiselsteine von untoten Truppen in Eiskrone. Und was soll ich da machen? Die muss ich jetzt irgendwem geben. Ach, okay. Muss man echt mal gucken. So, erst einmal... Warte. Hä? Das ist echt komisch. Wo ist denn jetzt hier der... Ich hab doch hier so eine Quest angenommen. Nein, nein, ich möchte jetzt nicht. Wo kann ich die denn jetzt abgeben? Bin sehr irritiert im Moment, aber wie gesagt, ich glaube, das liegt halt einfach daran, dass das Facing hier anders ist. Sehr irritierend, okay. Schauen wir nochmal hier zu dem Kollegen zurück, ob ich dem meine Steine irgendwie in die Hand drücken kann. Kann ich nicht. Sehr merkwürdig. Also die hier schmeiße ich mal wieder raus. Ist ja doof, wenn ich die nicht... Ah, da, jetzt taucht es wieder auf. Jetzt sehen wir es da, 60%, also... Wir haben noch Luft nach oben. Ich weiß zwar nicht, warum wir jetzt bei 60% sind. Ich habe vorhin eigentlich schon gesammelt, aber ist okay. Okay, ich bin ja da der Letzte, der sich hier irgendwie beschwert. Dann, ich glaube, wir haben jetzt ein bisschen Zeit. Wir haben ein kleines bisschen Zeit. Lass uns doch rasch in Achavons Kammer gehen. Das sollten wir eigentlich schnell erledigt haben. Das Ganze. Und da müssen wir im... Das taucht hier natürlich nicht auf, weil das dann doch nicht so besonders ist, aber hier taucht das auf. Dann müssen wir, glaube ich, 25 und 10 rein. So. Hier, ein Lied von Erde, Wind und Feuer. Bezwingt Achavon den Steinwächter, Emalon den Sturmwächter und Uralon den Flammenwächter im Abstand von 60 Sekunden. Jetzt ist die Frage... Muss ich 60 Sekunden warten zwischen jedem Tod? Oder kann ich sie einfach innerhalb von 60 Sekunden töten?
Das andere wäre ja blöd, wenn ich, also aus damaliger Sicht, damals war alles ein bisschen anstrengender, wäre es ein bisschen doof, wenn ich jetzt hier einen Boss mit Absicht 2 Minuten am Leben halten müsste. Das ist ein bisschen komisch. Ich google das mal rasch nebenzu. Damit wir da Gewissheit haben. Ein Lied von Erde, Wind und Feuer. Google weiß natürlich sofort, was ich möchte. Ah, okay. Muss wohl aufpassen bei dieser Kammer, dass 1000 Winter, das ist hier das PvP-Gebiet, nicht beherrscht wird von der Allianz. Aber die Allianz kann sowieso nichts, also glaube ich nicht, dass das der Fall sein wird. Nein, Spaß. Ich schaue gerade nebenzu, wie ich das machen muss mit dem Achievement. So, wem gehört denn hier 1000 Winter? Können wir reinschauen. Ah, gehört der Allianz, Mist. Wenn das der Allianz gehört, dann werde ich da nicht reinkommen, wahrscheinlich. Wundert mich sowieso, dass ich hier jetzt einfach so fliegen darf. Ja, das gehört jetzt alles denen. Ja, müssen wir wieder abziehen. Ah, das ist jetzt doof gelaufen. Okay, aber nach allem, was ich jetzt hier so rauslese im Internet, muss man jetzt nicht 60 Sekunden immer warten, sondern zu dem einen hinrennen, kaputt machen, den nächsten kaputt machen, den nächsten kaputt machen. So habe ich das jetzt hier mal verstanden. Gut, das ist jetzt natürlich ein bisschen ungünstig in der Planung. Also wäre schön gewesen, wenn wir die jetzt hätten auch irgendwie platt machen können, aber... Dann machen wir jetzt halt einfach nochmal oldschool die Prüfung des Kreuzfahrers. Ich weiß, die haben wir schon beim letzten Mal gemacht, aber wenn wir eh schon mal da sind und wir noch ein bisschen was machen müssen, dann tut das, glaube ich, nicht so weh. Wir gehen nochmal 10 Spieler heroisch rein. Ich stelle das hier mal ein und hoffe übrigens, dass mich hier auch niemand angreift, weil ich bin gerade PvP markiert, weil ich jetzt in 1000 Winter war. So, 10 Spieler. Prüfung des Champions wollen wir nicht, wir wollen die des Kreuzfahrers und schauen jetzt noch mal rein. Oh, schau mal, wir kriegen ja hier sogar ganz viele tolle Sachen. Wir haben die Chance auf 3 Reittiere, ich glaube, die ich alle 3 nicht habe. Dann, gut, der Rest ist mir eigentlich ziemlich egal. Weil wenn wir halt schon mal da sind, auf jeden Fall noch mal so ein Set-Teil, da brauchen wir ja noch mal 1 oder 2. Die wir hier kriegen können. Schauen wir nochmal nach. Genau, Bossbeute von Lord Yaraxus. Heroisch, 10 Spieler. Und ah, der andere ist 25 Spieler. Yaraxus, na, ist gemein. Okay, aber wir machen jetzt erstmal 10 Spieler heroisch, dass wir das mal weg haben. Hier müssen wir nämlich noch den obersten Kreuzfahrer besiegen. Ich denke, damit ist einfach gemeint am Schluss hier, den Lichtkönig bzw. Anubarak fertig zu machen. So, der Totenschädel ist da. Wir kommen mal wieder rein. Sehr schön. Das dürfte ziemlich schnell erledigt werden. Jawohl. 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 Willkommen, Champions. Ihr habt den Ruf des Agentum-Kreuzzugs vernommen und seid ihm mutig gefolgt. Hier im Kolosseum der Kreuzfahrer werdet ihr auf eure größten Herausforderungen treffen. Da oben übrigens seht ihr nochmal Jaina Prachtmeer. Wie sie früher aussah. Noch jünger, weniger graues Haar. Ich glaube auch etwas schüchterner. Weißt du es gerade? Die hat davor nie so mega groß die Rolle gespielt, glaube ich. Beziehungsweise ich glaube, um das zu wissen, müsste man wahrscheinlich die Lore von Warcraft 3 kennen. Also von Warcraft generell. So, Gormok, der Fehler. Warte mal, habe ich für dich eigentlich noch irgendeine Aufgabe? Ich glaube nicht, ne? Eisheuler, Edgelund. Ne, passt. Aber hier, genau, müssen wir aufpassen. Edgelund,
beide innerhalb von 10 Sekunden fertig machen. Schneebold, Wasser, die sind mir eigentlich ziemlich egal. So. Kommt mal her, ihr zwei. Ja, perfekt, super. Ging aber schnell. Ah, sind das die Schneebeute hier? Bezwingt im 10-Spieler, wenn mindestens 2 Schneebeute am Leben sind. Vorhin haben wir ja welche gesehen. Ach, die sind echt keine Herausforderung. Die fallen ja mega schnell um. Yes! Geil. Gleich ein Haustier abgefarmt. Mega geil, das Riesenwurmei. Yippie! Riesenwurm. Oh, jetzt muss ich ja noch schreiben können. Riesen. Mensch, Mann. Der heißt ja auch nicht Riesenwurmei wahrscheinlich. Ja, supi. Geh mal hier. Ach, jetzt. Ätzmaul heißt das Ding. Ätzmaul. Schauen wir mal. Habe ich Ätzmaul schon? Nein, Ätzmaul habe ich noch nicht. Ah, perfekt. Super. Sonst hätte ich den jetzt abgegeben. Aber ich habe den noch nicht. So, nächste Chance auf das nächste Haustier. Das soll es ja hier auch geben. Und zwar... Ah, nee, okay, schau mal. Bestien, die Bestien können entweder das Ei oder das Magna Tauren Jagdhorn fallen lassen. So, jetzt hier Lord Yaraxus. Passiert hier was? Ist hier... Ach, da. Der liegt da unten drin. Okay, das ist ein bisschen doof. Auch hier wieder. Bezwingt im 10-Spieler-Modus Lord Yaraxus, während mindestens 2 Herrinnen des Schmerzes am Leben sind. Das machen wir natürlich auch mit. Das heißt, ich lasse mich jetzt einfach von ihm verprügeln, bis er da seine 2 Herrinnen rausholt. Meisterbeschwörer, du bist an mich gebunden, Dämon. Unbedeutender Gnome, deine Arroganz wird dir zum Verhängnis. Aber ich habe hier die Kontrolle. Schnell, Helden, zerstört den Dämonenloch, bevor ein Portal zu seiner verzerrten Welt öffnen kann. Ah, ist das doof. Hm. Wenn ich den jetzt hau, dann ist er wahrscheinlich gleich weg. Halt, aufhören, nicht hauen, nicht hauen, nicht hauen, nicht hauen. Jetzt einfach dastehen, warten. Mein Gott, so ein Faustzieht mit der Ursachsklaue, der kann ja schon ganz schön wehtun, ne? Also, jetzt warten wir mal. Wir stehen jetzt einfach mal doof da. Derweil könnt ihr mir ja vielleicht auch erzählen, wie das bei euch so ist, gerade mit dem Weihnachtsfeeling. Steigt ihr da auch schon so Ende August drauf ein, dass ihr da so scharf drauf seid und dann das ganze Weihnachtszeug kauft, oder wartet ihr da auch? Ich habe es ja vorhin mal kurz erwähnt. Ich versuche mich so lange wie möglich gegen dieses Weihnachten zu wehren. Also nicht gegen dieses Weihnachten an sich, sondern gegen dieses kommerzielle Weihnachten. Das ging jetzt sehr schnell, dass er die rausgeholt hat. Dieses kommerzielle Weihnachten. Oh, dann kommt 3. Oh, du bist ja fleißig. 4. Letztes Mal haben wir so ewig warten müssen, jetzt haut er die hier eins nach dem anderen raus. Gegen dieses kommerzielle Weihnachten, da wehre ich mich einfach ein bisschen dagegen. Man muss nicht Ende August sofort einkaufen können, das ganze Zeug. Hey, ich bin verliebt. War jetzt nicht mehr. Ja, jetzt nicht mehr. Dasselbe wie mit Ostern, ja. Ne? Kaum ist der Weihnachtsmann wegstehen, dann bläst sich schon die Oster aus dem Regal. Das finde ich auch ein bisschen übertrieben. Ihr beschwört einen Dämonenlord gegen die Krieger der Horde. Ihr werdet einen schnellen Tod finden. Ja, ein Garrosch-Hellschrei. War der schon immer so? Komm her, Schwein. Hi. Weißt du, was haben wir da drin? Ihr alle beruhigt euch. Hier, ja, genau. Ist eine Verschwörung im Gange. Der Hexenmeister handelt aus eigenem Willen heraus, unabhängig von der Allianz. Das Turnier muss weitergehen. Ja, auf geht's, Turnier, Party. Auf geht's, Ramsay. Oh, Ramsay, da muss ich gerne an Gordon Ramsay denken. Der nächste Kampf wird gegen die stärksten Ritter des Agenten. Oh, nächster Boss, Markierung. Ist der schon da?
Nein, aber da drüben wird er dann auftauchen. Oh, das ist ein weiter Weg. Ah, ihr seht das. Doch, ganz knapp seht ihr das. Ich bin gespannt. So, jetzt schauen wir mal, ob wir das hier hinbringen. Und zwar gibt es ja hier im 10-Spieler, tötet die feindlichen Helden im 10-Spieler-Modus innerhalb von 60 Sekunden, nachdem der erste gefallen ist. Macht eurem König und eurem Volk Ehre. Jetzt stelle ich mich einfach mal hier rein. Ja, cool, ich habe es sogar geschafft. Ja, krass. Nice. Oh, was? Oh, jetzt ist der Boss da. Oh, Mist. Ich glaube, dann werden wir es nicht schaffen. Oh, Mann. Na ah, toll, haben wir jetzt den Boss verpasst. Aber egal, dafür haben wir ja ein schönes Haustier bekommen. So, nächstes Achievement, bezwingt im 10-Spieler-Modus die Valkyren-Zwillinge innerhalb von 3 Minuten oder weniger. Na, vielleicht könnten wir es sogar schaffen, rechtzeitig da vorbeizukommen, wenn der weniger reden würde. Denn ich glaube schon nach den Schwestern geht schon runter zu den Skarabäen. Schrecklicher Falkür, geflügelte Boten des Lichtkönigs. Ja, jetzt machen wir hin hier. Und hätten wir das fertig und dann muss ich, werden wir heute nicht mehr schaffen, muss ich wahrscheinlich wieder eine Woche warten, das Ganze im 25er Heroisch auch nochmal machen. So, jetzt so. Ach. Für den Lichtkönig. So dunkel bin ich nun auch nicht. So, perfekt, auch die sind fertig. Helm des Hochmesser, Stab kennen wir schon und die Kugel des Kreuzfahrers. Dem Lichtkönig wurde ein schwerer Schlag versetzt. So, jetzt kommt der Lichtkönig, jetzt wird erstmal wieder ein bisschen geratscht. Also ich befürchte fast, wir werden den guten Boss dann nicht schaffen. Zitadelle durchführen und den Rest der Geißel zerstören. Gemeinsam meistern wir alles. Ihr werdet eure Herausforderung bekommen. Vordringen. Arthas, wir sind euch zahlenmäßig überlegen. Legt Frostkram nieder und ich werde euch einen gerechten Tod gewähren. Jetzt, ich glaube, das sind die Druiden der Krallen übrigens, die sich hier in Feuer verwandeln können. Königreich, auf dem ihr so töricht euren Spielplatz aufgebaut habt. Auf meinem Königreich. Die Seele. Okay, der redet gar nicht mal so viel, wie ich dachte. Hätte ich ihn ganz. So, oh, da geht's rein. Voll Gas. Ach, halt nicht schwimmen da unten. So, und das mit den Skarabäen, das muss ich mir auch nochmal anschauen. Ich denke, das wird auch eher so ein Zeitevent sein. Hier innerhalb von 30 Sekunden 25 Schwarmskarabäen. So, perfekt. Also, geil. Das haben wir geschafft. Seelenqual. Yes, geil. Das nächste Haustier. Perfekt. Super. Das war wieder ein erfolgreicher Run. Zwar und natürlich ein bisschen was haben wir. Also wir haben noch ein Achievement gemacht hier im Stile des Kreuzzugs. Sammelt ein beliebiges Klassenrüstungsset aus der Prüfung des Kreuzfahrers und natürlich schließt die Prüfung des obersten Kreuzfahrers ab. Also auch das haben wir fertig und der Boss scheint wohl gerade erlegt worden zu sein und ich bin irgendwie ganz woanders gelandet jetzt hier. Ja, schade, dass wir den jetzt hier nicht geschafft haben. Aber wie gesagt, dafür haben wir ein paar schöne Sachen bekommen und ich glaube, wir verkaufen jetzt mal ein bisschen was. Mein Inventar platzt schon wieder aus allen Nähten. Also das muss man behalten. Die Stangenwaffe behalten wir jetzt auch mal. Der Stab. Illumination. Ja, schaut nicht so imposant aus wie sein Name. Das kommt weg. Das. Das. Die sind halt sowieso alle gebunden. So, die müssen wir jetzt noch behalten, weil wenn ich sie jetzt verkaufe, dann verschwinden sie wieder aus meinen Vorlagen. Das ist ein bisschen doof.
Oh, wo habe ich denn das her? Kapuze des Astralhüters. Wo habe ich denn das eingekauft? Okay, macht nichts. Ist eh zu schwach. Ah ja, stimmt. Ja, habe ich gar nicht eingekauft. Wir waren ja noch in der Nachtfestung unterwegs. Da kommt das her. Das Zeug kann ich jetzt hier auch alles verkaufen. Es ist eh alles seelengebunden. Und vieles davon kann ich eh nicht tragen. So, hier die kristallisierten Feuersteine, die schmeißen wir jetzt auch mal weg. Hier Gedenkticke kommt weg. Kriegsstab der Eidgebundenen. Ja, kann jetzt auch weg. So, dann das. Stimmt, die habe ich ja auch noch rasch eingekauft. Genau, so und ab hier müssen wir jetzt alles so ein bisschen aufheben. Das waren nämlich meine Großeinkäufe, die ich vorhin getätigt habe. Ah. Und das hier noch. Puh, und jetzt das Skarabäus, oder? Schauen wir mal, ob wir den schon haben. Den Nerubischen Schwärmer. Nein, haben wir noch nicht. Also dann lösen wir den ein. Und hier auch nochmal. Aber gerade sagen, Mist. Zum Glück habe ich das jetzt nicht einfach so verkauft. Und zwar habe ich jetzt hier auch nochmal ein paar Muster bekommen. Die nehme ich auch mal mit. Das könnte ja auch die eine oder andere Vorlage sein, die man noch braucht. So, ah, das war doch mal schon mal sehr schön. In 20 Minuten würde jetzt nochmal ein Boss kommen. Den würde ich noch ganz gerne mitmachen. Und ich glaube dann machen wir Feierabend für heute. Ist ja auch schon wieder relativ spät und allzu viel mehr werden wir jetzt hier heute nicht mehr schaffen. Das Event Flut des Todes, ja, müssen wir jetzt warten, bis es weitergeht. Wir werden jetzt erstmal nur die paar Dailies machen können, die wir jetzt schon gesehen haben. Ich meine aber mal gelesen zu haben und das ist im Chat auch kurz darauf hingewiesen worden. So, jetzt dass in der zweiten Hälfte des Events, also nächste Woche, dann nochmal ein bisschen was dazu kommt. Und da bin ich einfach mal gespannt, was das sein wird. Lassen wir uns einfach mal ein bisschen überraschen. Soweit ich weiß, soll es, glaube ich, sogar noch einen zweiten Weltenboss geben. Ich weiß nur nicht, wer das sein soll oder wo der dann sein soll. Alles klar, Happy, ich danke dir, dass du eingeschaltet hast. Hat Spaß gemacht, ich hoffe dir auch oder euch auch. Und dass wir uns natürlich beim nächsten Mal wiedersehen. Den einen Boss, den machen wir noch mit. Der taucht nämlich hier auf. Oh, den kennen wir, glaube ich, schon, oder? Na ja, schauen wir mal. Bin gespannt und dann, wie gesagt, bin ich gespannt, was der nächste Woche kommen wird. Ich hoffe, dass da noch ein bisschen mehr kommt, weil bis jetzt ist das natürlich ein bisschen mau das Ganze, zumal es ja hieß angeblich, dass man von den Zombies auch infiziert werden kann und dann selber zu so einem Zombie wird oder zu so einem Untoten. Ich glaube, das ist aber was, was dann eben mit dem zweiten, mit der zweiten Hälfte des Events kommt, so jetzt. Da lassen wir uns einfach mal ein bisschen überraschen. Jetzt farmen wir einfach noch kurz ein bisschen, bis wir dann hier, bis da dann der Boss auftaucht. Oh, jetzt fällt es mir erst auf, man hört sogar so ein paar Kriegsschreie. So, der dreht hier seine Fröhliche. Stimmt, hier gab es auch Daily Quests und zwar, dass du dann hier hast immer kämpfen müssen. Gegen ein paar gibt es aktuell auch nicht. Also das ist ein bisschen gemein. Ah, perfekt. Wieder ein Steinchen gleich bekommen. Sehr gut. Jetzt haben wir jetzt bei 70% gelandet. Schauen wir mal, wie lange das wohl dauert, dass wir hier die Steine da zusammenkriegen. Aber die können wir angeblich immer wieder dann abgeben, wenn wir da ready sind. Müssen wir erstmal dann genügend Steinchen zusammenkriegen. Wir sind jetzt von 60 auf 70. Ich weiß nur nicht, warum steigen wir jetzt mit jedem Steinchen quasi auf oder nicht?
Wollen wir uns mal rausfinden. Okay, der zählt schon nicht mehr für mich. Da komme ich ein bisschen spät. Oh, perfekt. Das ist zu weit entfernt. Einfach immer so ein bisschen mit draufhauen. Jawohl. Dann hast du die Chance, dass du da den Loot kriegst für. Jetzt helfe ich den anderen quasi auch ein bisschen, indem ich das natürlich zusammenziehe, dann können die da auch ein bisschen mit drauf fahren. Wenn sie natürlich die Chance haben, also wenn ich jetzt da nicht schon zu viel draufkauen habe oder so, dann haben sie da echt noch die Chance zu. So, jetzt 70 und von 70 gehen wir auf 80, okay. Ja, immerhin, immerhin. Das ist doch schon mal ein Fortschritt. So. Die Wächter des Silberbundes, das sind natürlich hier die Allianz da wieder. Dem muss ich jetzt auch wieder in die Arme greifen. Ich glaube, das sind die, die auch im Dalaran dann rumstehen und quasi das Portal stellen für die Allianz. So, da noch umfallen. Oh, kein Steinchen. Ich denke mal, die Steinchen kriegen wir auf der ganzen Karte überall verstreut, aber vielleicht wäre es ja auch eine Überlegung, darüber zu fliegen. In die Nähe des Bosses. Weil ich habe jetzt schon wieder nicht aufgepasst, wann der jetzt da kommen wird. Aber rein theoretisch müsste er jetzt dann demnächst auftauchen. 22:13, wenn er alle 20 Minuten kommt, dann dürfte er so in 7 Minuten wahrscheinlich ungefähr da sein. Wir sind jetzt übrigens bei 90%. Was mich ein bisschen verwirrt hat tatsächlich, ist, dass der Boss da nicht angezeigt worden ist. Oder überdeckt die Markierung das? Das kann natürlich auch sein, dass die Markierung das überdeckt. Ich möchte da jetzt halt auch nicht kämpfen, ne? Und warten, bis der da wirklich rauskommt. So, aber jetzt können wir gleich campen gehen, denn wir haben die Daily Quest hier abgeschlossen. Die können wir jetzt da vorne abgeben. Und jetzt können wir zu jeder Zeit das Ganze hier abgeben. Wir haben, wir haben sehr, sehr viele pechschwarze Steinchen da. Das sind keine Steinchen, oder? Doch, pechschwarze Geiselsteine können wir jetzt abgeben und wunderbar Agentum-Belobigungen sammeln. So, und noch ein letztes Mal. Sehr schön. Ja, mit jedem Boss, da kriegen wir ja echt ziemlich viele von den Dingern. Also es ist echt lohnenswert eigentlich. Wenn wir jetzt mal gucken, habe ich jetzt schon 36 Stück. Damit ist eigentlich das Haustier safe. Geil. Wir haben uns gleich holen, das Haustier. Also da werde ich die Tage dann noch ein bisschen rum und umfahren, die ein oder anderen Bosse platt machen, damit ich mir dann auch das ganze Rüstungsset leisten kann. Ist ja auch ganz gut für mich selber. Ich kann es ja nochmal transmogrifizieren dann, wie ich es natürlich brauche. Also, damit das Ganze wieder so aussieht, wie es auch aktuell ausschaut. Weil ich finde das eigentlich ziemlich schick, das Design. Und ich möchte nicht ständig das Bild hier anpassen unten links. Ich finde, das sieht schon so sehr, sehr gut aus. War mir am Anfang nicht so sicher mit dem Gesicht und mit der Kopfausrüstung. Aber irgendwie finde ich das gar nicht so schlecht da, dass diese Platte... Ja, eigentlich ist keine Platte, es hat so ein Lederfetzen, aber es sieht ein bisschen aus wie Platte, da nur unten rum den Mund so ein bisschen bedeckt. So ein bisschen Corona-mäßig, ne, dass man quasi, ist wie so ein Mundschutz, ne. Die Nase wird jetzt vielleicht nicht ganz bedeckt, aber
Er sorgt sich. Er sorgt sich um seine Mitmenschen und hat sie deswegen angezogen. Finde ich eigentlich ganz nett. Sieht ganz gut aus. Wie gesagt, das Bild möchte ich jetzt nicht hier alle zwei, drei Folgen oder Streams abändern. Und wie gesagt, ich finde das Design so ja auch ganz hübsch. So, ja, hier warten sie schon alle so ein bisschen. Weit und breit. Interessanterweise kein Gegner, kein Boss, kein gar nichts. Ah, doch, da taucht mal was auf. Stufe 50. Probieren wir mal, was passiert, wenn ich den jetzt hier kaputt hau. Wäre schön, wenn wir da vielleicht auch nochmal das eine oder andere Steinchen kriegen würden. Also, wie gleich geschaut, wir haben ja auch noch 9 Geiselsteine, die wir abgeben können. Die ich da wohl brauche, das habe ich jetzt gar nicht geschaut. Ah, das war nicht so gut. Ja, da bin ich echt gespannt, was das für Grindfest noch wird. Da kann man nämlich, wie gesagt, sehr, sehr viel Zeit mit verbringen, das ganze Zeug zu sammeln, immer wieder die Bosse abfarmen. Und da kommt der nächste schon angeflogen. Also ich denke, bald ist es soweit. 3 Minuten hätten wir noch, nach meiner Rechnung. Ah, perfekt, schon mal. Hier gibt es auch den verdunkelten Geißelstein. Ah, oh, wenn schon mal mehr. Aber stimmt, die Gilde habe ich nicht entdeckt hier. Aber die hat auch vorhin geschrieben, dass sie mich nicht entdecken kann. So, was ist das für ein schönes Haustier? Eisiger Gezeitensturm. Gibt es auch noch andere Gezeitenstürme? Nein, gibt nur den hier und den kriegt man. Oh Gott, das ist quasi das Haustierchen von Lady Jaina Prachtmare auf Mythisch. Müssen wir da rein im BFR-Raid und die da besiegen. Gut, das werden wir uns erstmal in die Haare schmieren können. Das wird so schnell nicht passieren. Ah, der Frostbootwächter, Stufe 50. Ah, das ist schon komisch, dass hier weit und breit keiner ist. Oh, oh, hallo. Komm mal mit. Komm mal mit. Vielleicht helfen die mir, ja. Ich probiere das jetzt mal. Ich nehme den jetzt mal mit. Halt. Hi, komm her. Komm mit. Jawohl, schau. Der erste kämpft schon mit. Sehr schön. Komm jetzt mit hier. Oh, kommt schon, Leute. Ihr seid da alle so zahlreich da. Jawohl, eine Magierin kommt noch mit. Jawohl, die. Immerhin die Horde, die steht füreinander ein. Oh Gott, schau mal, der prügelt den ja weg. Das macht der Bär alleine. Das macht der Bär hier alleine. Wahnsinn. Ja, der wird wahrscheinlich schon sehr hoch ausgerüstet sein. Die hier hauen das Ding ja weg hier. Dankeschön. Hat zwar nichts gebracht, aber ich wollte es mal wissen. Hätte es sein können, dass es da was richtig Geiles gibt für. Hallo? Ah, gleich der nächste. Komm, wir brauchen Action. Los, Party. Party, Party, Party. Okay, das ist ein bisschen gemein eigentlich von mir, ne? Keiner will den platt machen. Ah, doch, jawohl. Die Blutelfe, die macht auch wieder mit. Die ist aber. Es gibt auch noch ganz coole Leute hier. So, jawohl. Blutelf, Priesterin hat auch noch mit. Die Horde, die fightet hier. Geil. Da hinten. Ah, das ist sogar ein Mensch. Also auch ein Mensch macht man mit. Sehr schön. Ein gewisser Zusammenhalt ist ja doch noch da. Aber ich weiß noch, wir haben damals. Ha! Geil! Gibt sogar geil und Geiselstein. Wir haben damals, weil wir, oder ich wollte das unbedingt, oder ich hätte das gerne gehabt,
Und zwar in der Scherbenwelt gibt es ja hier, beim Schwarzen Tempel, gibt es ja auch einen Weltenboss. Und ich weiß nur, damals, in meiner damaligen Gilde, da hat einer auch einen Ali-Account gehabt. Und, Geschichtsfortschritt 7 von 8? Okay, muss ich noch nachholen. Auf jeden Fall, der hat sich dann bei der Allianz angemeldet, ist rübergegangen und haben mit denen geschrieben. Hat so gesagt, hey Leute, wir wollen den Weltenboss legen, wollen wir uns nicht so zusammentun? Und auf einmal, also es ging rucki zucki, dann, da waren das so 30 Hordler und ich glaube auch nochmal genauso viele Allianzer waren da auf einem Haufen. Die dürfte auch sehr wahrscheinlich aus, Moment, sorry für das Hin- und Herspringen gerade in den Themen, aber das interessiert mich ja wieder, wo die immer alle herkommen. Nardox, Ankanet, das alte Königreich. Ankanet, das alte Königreich. Wo kommt denn das schon wieder her? Ist das BFA? Nee, ist doch nicht BFA, oder? Ankanet, das alte Königreich. Ah, das muss. Ah, warte mal, hier können wir hier auch schauen, genau. Battle for Azeroth. Es ist nicht Warlords of Draenor, es ist auch nicht. Das ist ja schön, ne? Du kannst einfach hier durchklicken. Es ist ja alphabetisch sortiert alles. Oh. Doch, da, Dungeon hier an Ankanet, also auch aus Wrath of the Lich King. Naja, auf jeden Fall wollten wir da den Weltenboss beim Schwarzen Tempel erlegen in Burning Crusade Zeiten und mit einem Schlag waren da, wir waren da, glaube ich, bestimmt so 15 bis 20 Horde, da waren wir, glaube ich, ich habe vorhin was von 30, 40 gesagt, nee, waren, glaube ich, so 15 bis 20 Horde, da waren wir. Und ungefähr genauso viele Allianzer waren dabei. Ich weiß noch, ich habe damals meine Gede getriggert, habe gesagt, hey Leute, wäre doch geil, wenn wir das mal machen. Und dann hat halt der noch wen gekannt und der noch wen gekannt. Und wie gesagt, irgendwie recht schnell waren wir halt so bei 20 Horde waren es wahrscheinlich. 15 bis 20 Horde, ne? Und der Kollege eben hat es schnell zur Allianz rübergegangen, hat sich da mit dem austauscht oder hat da halt kurz im Chat reingeschrieben, hey, wir würden das gerne machen. Und ruckzuck haben sich halt auch fast ebenso viele Allianzer getroffen. Und alle haben sie halt auf diesen Weltenboss eingeprügelt. Das Problem war dann tatsächlich, wir waren am Schluss, waren wir zu viele. Wir waren zu viele, die auf diesen Weltenboss da losgegangen sind. Also ist der natürlich in den Hard-Mode gegangen oder in... Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Hat einen bestimmten Namen. Ich glaube, die meisten sagen, es ist einfach Enrage gegangen. Also ist halt in den Modus gegangen, wo du ihn nicht hast besiegen können. Statt normal Schaden auszuteilen, wie es halt designed ist oder gedacht war, hat er halt einfach übermäßigen Schaden austeilt. Das hat ihm halt nicht gefallen, dass da so 40 bis 50 Spieler da auf ihn eingeprügelt haben. Würde mir jetzt persönlich auch nicht gefallen. Also kann ich durchaus verstehen, die Kritik und auch das Verhalten. Ja, auf jeden Fall ist er dann so in Enrage gegangen. Wir haben ihn nicht besiegen können. Wir haben es zwei, dreimal probiert. Im Endeffekt, wir waren einfach zu viele und haben dadurch den Boss nicht besiegen können. War ein bisschen schade. Aber es war eine schöne Erinnerung. Da auch so einen ganzen Haufen und dann einfach mal Horde und Ali zusammen an einem Strang ziehen. Das Schöne war halt, PvP-Modus war ja ausgeschaltet und damit konnte man sich da auch nicht in die Quere kommen, war ganz gut. Und die andere schöne Erfahrung, die ich eigentlich so habe mit Massenschlachten, war eigentlich damals, als wir losgezogen sind als Hortler und quasi da die ganzen Gebiete hier unsicher gemacht haben. Nein, nicht hier, sondern hier drüben. Wir sind hier unten, glaube ich, im, was heißt es, Schlingendorntal ist immer gestartet, sind über Westfall einmarschiert, haben wir alles angegriffen, was nicht bei drei auf dem Baum gestanden ist. Und haben tatsächlich, also nicht mehr alle von uns, aber... Ja, also wir waren schon sehr, sehr viele eigentlich, die da einmarschiert sind. Das ist jetzt keine Zahl, das kann ich jetzt echt nicht benennen. Und am Schluss waren wir aber dann halt so fünf oder zehn Leute, die dann tatsächlich in Sturmwind selber noch einmarschiert sind. Natürlich, wenn mal die Meldung kommt, dass ein paar Leute deine Hauptstadt raiden wollen,
Haben sich sehr, sehr viele auf einmal gemeldet hier. Ihr seht es ja, ne? Ich kann das sogar einsehen. Also ich war da schon mal drin, interessanterweise. Ah ja, hier doch. Also da waren wir schon mal drin. Und ja, war ganz interessant. Wir sind halt echt einmarschiert. Das hat super mega Laune gemacht. Und dann irgendwann sind wir... Ich glaube, wie hat das? Ich glaube, die Hauptstadt der Zwerge, Eisenschmiede. Und die der Allianz, die sind über ein U-Bahn-System miteinander verschalten. Und da sind wir einfach mal durchgelaufen und... Oder? Ich glaube durchgelaufen. Ich weiß nicht, auf jeden Fall war es ganz witzig. Wir haben uns dann am Schluss irgendwo unten im U-Bahn-System versteckt. War echt sehr amüsant. Also das waren echt schöne Erinnerungen. So, genauso schön wie die Erinnerung jetzt hier sein wird. Ein paar Belobigungen noch einzukassieren. Ich glaube, mit den Verdunkelten, das war's. Jawohl. Und hier, ah, da brauchen wir... Ah, was? Was, du willst 25 verdunkelte Geiselsteine haben? Bist du... Boah, du bist ja krank. Ganz schön Wucherpreise, ne? Aber gut, egal. Wir kaufen jetzt hier den eitrigen Spuk. Machen wir den schon mal. Und, ob wir es können, machen wir hier noch den anti-apokalyptischen Wesen. So, jetzt schalten wir hier erst einmal... den eitrigen Spuk frei. Jawohl, cool. Haben wir den auch? Können wir eigentlich gleich mal auf die große Bühne holen. Eitriger Spuk. So, perfekt, den haben wir schon mal. Sehr schön. Und jetzt diesen Besen, wie funktioniert der denn? Läutert einen Bereich von der Seuche der Geißel und verhindert die Ausbreitung der Infektion. Habe ich den jetzt umgehauen? Muss ich mal ausprobieren. Komm mal her. Ah, warte, hab Abklingzeit. Das wäre nämlich eigentlich mal interessant. Also ich glaube, dieser Besen ist schon so ein bisschen die Vorbereitung für die zweite Hälfte, weil hier steht ganz klar, läutert einen Bereich von der Geißel, also von der Seuche der Geißel und verhindert die Ausbreitung der Infektion. Im Moment haben wir da noch gar nichts gesehen überhaupt von Infektion oder so. Ja, nee, dem passiert also nichts. Also, das wird definitiv irgendwie so eine Art Vorbereitung sein für dann die nächste Woche. Da werden wir natürlich wieder mit dabei sein und uns das Ganze anschauen. Jetzt erstmal verabschiede ich mich erstmal von euch. Ich danke euch vielmals für eure Zeit, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr seid gut unterhalten worden. Ihr habt auch ein bisschen was gesehen von dem Pre-Event. Auch wenn es nicht viel war, aber wir haben jetzt schon mal ein paar Bosse wieder gesehen. Wir haben ein paar neue Haustiere dazu gewonnen. Das freut mich auch sehr, dass wir da tatsächlich relativ erfolgreich waren. Und dann versuche ich natürlich jetzt erstmal das ganze Set zusammenzufarmen. Also ganz, ganz viele Geißelsteine, ganz, ganz viele Bosse erlegen und, damit wir uns hier dieses wunderschöne Set kaufen können. Ich werde dann natürlich wieder den ein oder anderen Achievement versuchen zu machen und einfach ein bisschen Spaß haben. Und dann würde ich mich einfach freuen, wenn wir uns nächste Woche dann wiedersehen mit der hoffentlich zweiten Hälfte des Events Die Flut des Todes in der Vorbereitung auf das Add-on Shadowlands, welches am, ich glaube, 27. November kommen soll. Schauen wir mal ganz kurz in den Kalender, ne? Also ungefähr hier. Das hat am 11. gestartet, das ganze Event. Wird dann wahrscheinlich bis zum 25., 26. sowas gehen. Und dann am 27. endlich Shadowlands. Wir werden nicht von Anfang an dabei sein mit dem Streamen, denn die Server werden natürlich wie immer zusammenklappen. Die werden da genauso überfordert sein plötzlich wie immer die Deutsche Bahn, wenn es plötzlich schneit. Genauso werden es die auch nicht schaffen, dass die Server am Leben bleiben. Macht nichts, wir werden einfach 1, 2, 3 Tage später einschalten, wenn die Server dann stabil sind. Und dann machen wir zusammen die ersten Schritte in Shadowlands. Ist ein bisschen hart für mich tatsächlich, weil ich bin ja schon ein sehr neugieriger Mensch. Aber ich versuche mich da zusammenzureißen, weil ich glaube, es macht mir mehr Spaß, das Ganze mit euch zusammen zu erleben. Würde mich freuen, wenn ihr dann einfach wieder mit dabei seid. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt einfach noch einen schönen Abend. Viel Spaß noch und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bleibt gesund. Ciao.